Und damit herzlich willkommen zur Einreise, meine Lieben. Und zwar gehen wir rein. Kaboom. Da steht er. Der Peter. Da sind wir drin. Und wir sind mit Flynn. Darf ich nichts Falsches sagen? Das muss ich nochmal gucken. Genau, Flynn Gutzeit heißt er. Ist 52 Jahre alt. So. Los geht's, ja. Nö, nicht klar. Nö. Ja. So, wir müssen uns erstmal ein bisschen akklimatisieren, würde ich sagen, ne? Wir machen heute mal einen auf Section-Dialekt, so ein bisschen. Ein bisschen mit rauer Stimme. Da. Mal gucken, was das wird hier, Leute. Ich bin selber gespannt. Man kann schon Klamotten kaufen und so. Wie meinst du das jetzt? Inwiefern? Also wenn du dich quasi hier beworben haben solltest und vom Hotel aus, ja. Im Hotel kannst du auf jeden Fall Klamotten anziehen, ja. Genau. Wie gesagt, ich reise jetzt hier nicht ein, sondern ich diene ja quasi als Schauspieler. Genau. So, ja, gucken wir mal, ja. Was hier alles ist am Flughafen, der. So, ja. Mal gucken, na. Na, ich muss erstmal wieder auf den Sächsischen Dialekt klarkommen, Leute. Das ist unglaublich. Boah, schönes Wetter haben wir hier, du. Das ist bei uns nicht so. So, na. Ich komme ins Kanada wieder, ja. So, ich muss nochmal bitte hier mit dem Laufstil, ja. So, gucken wir mal hier. Oh, guck mal, da ist eine große Stadt. Mal gucken, ja. Oh, und der Strand ist da auch in der Nähe. Ich schwer beklappt, ey. Scheiß die Wandante. Oh, die haben da eine Satellitenschüssel oben. Guck mal. Die haben bestimmt Westfernsehen. Ne, das kann man nicht ausspielen. Wir sind ja kein Assi, ne? In dem Sinn. Mein Herr, das ist ja unglaublich. Ist das ja, ja. So, da drüben sitzen wir, hier sitzen wir, hier. Dann setzen wir uns mal hier, ja, kurz, ja. So, ja. Oh. Prachtvoll. Prachtvoll, genau. Sehen wir uns zum ersten Mal. Hab keine Bewerbung losgeschickt, okay. Wird Zeit oder was? Ab ins RP. So. Aber jetzt geht für mich halt auch ein bisschen die Arbeit los. Ich hoffe, die Mucke ist für euch laut genug und nicht zu laut. Mal gleich mal gucken. Falls es zu laut sein sollte. Ja, Zeit ist ja mein Problem, das kenne ich. Also ich spiele seit letztes Jahr, Februar, spiele ich jetzt RP. Davor, ich hatte einfach nie Zeit, ne? Das war halt auch immer so ein Clusterfuck. Ich habe gesagt, wenn ich was machen will, dann will ich es halt richtig machen und da brauchst du halt tatsächlich Zeit für. Oha. So, wo fliegen wir denn jetzt eigentlich hin gleich? Wir müssen nach Washington, ne? Nö. Ich warte auf den Flug nach Berlin, ja. Da wohnt meine Tochter. Das muss ich mir jetzt mal einfallen lassen. Ich habe eine Tochter. Wie heißt denn die Tochter? Was fällt mir jetzt schnell ein? Wie heißt denn unsere Tochter hier? Die Tochter heißt Inge. Inge heißt unsere Tochter. Nö. Das arme Mädchen. Ja, ich habe halt während Corona angefangen und als die Arbeit dann wieder normal lief, wurde es halt schwierig. Ja. Das ist halt so, auch so ein Problemchen, ne? Ja, ne? Ich habe zum Glück den Luxus, dass ich Zeit habe. Nee, also es ist noch ein bisschen oranger geworden. Eigentlich wollte ich blond machen, aber das Rot ist. Ist das beim Friseur schief gelaufen? Ja, also aus dem Blond wurde dann durch das natürliche Rot ein bisschen orange. Also. Scheiße. Ein bisschen, der sieht ganz schön scheiße aus, Junge. Also mal, geh mal wieder zum Friseur, die sollen das mal wieder gerade machen, oder was? Gibt's hier im Flughafen einen Friseur? Nein, im Flughafen nicht, aber in der Stadt gibt's jede Menge, glaube ich. Ich bestimmt eine Schermaschine besorgt.
Ja, bestimmt. Willst du dem gleich eine Glatze schneiden? Ja, also bei dem Mist, dem der da oben auf dem Kopf hat, das kannst du doch keinem erzählen, oder was, oder wie, oder was, oder? Oh, bitte nicht. Was meine Frisur angeht, bin ich eitel. Es ist schon schlimm genug, dass ich damit rumlaufen muss. Ja, eben, merkst du selbst. Ne? Also ein Tipp von mir, wenn du hier raus bist, am besten gleich den nächsten Friseur aufsuchen. Du, ich hab sonst hier auch eine Tüte. Da kann mein Zeug auch rausnehmen. Kannst du einfach drüber stellen. Wie sieht's denn damit aus? Auch eine Idee, oder was? So schlimm ist es dann nun auch. Also, das ist ja wohl das Schlimmste, was ich je gesehen habe, Junge. Sag mal eine andere Frage. Es geht mich eigentlich, geht's mir an Scheiße. Also ich will in den Rohren so und meinen Finger ist bitte steif hier aus. Hallöchen. Ja? Ja, ich gebe dir mal eine Schachtel rüber hier. Tu mir mal einen Gefallen und gib mir mal eine raus und gib mir den Rest der Schachtel wieder, bitte. Natürlich. Ja, ich hab so Gicht, so, weißt du, ne? Das ist halt immer scheiße so. Und ich muss jetzt nach Berlin hier, da ist meine Tochter und die macht immer ihr Quittengelee und so. Was sind denn Quitten? Quitten, das ist eine Frucht, das ist eine Pelzfrucht, ist das. Hier, bitte schön. Pelzfrucht? Was ist mit der Zigarette jetzt hier? Also, die musst du mir noch geben, oder bist du jetzt hier auch oben, oder was? Oh, bist ja ein Träumchen, ich danke dir. Sag mal, wie heißt denn du, Junge? Ich bin Killian. Killian? Und Sie? Flynn, Junge. Flynn? Ja, Flynn. Wie man spricht. Ja, Flynn. Okay. Mit Doppel-N? Na sicher. Das ist ja wie Quinn. Nee, Flynn. Ja, Quinn ist auch mit Doppel-N. Ja, was interessiert mich schon Quinn? Ich hab auf dem Ausweis Flynn stehen, Junge. Ja, ich bin Quinn. Killian Quinn. Jetzt klingelt's. Killian, das klingt aber auch. Woher kommst du? Ja, ich frag mich auch gerade. Ich komme aus Irland. Aus Irland? Aus Irland. Um Gottes Willen, rennt dann die neue Idioten rum eigentlich oder so? Ist das irgendwo in England oder nicht? Oder an England oder? Ja, das ist. Also Nordirland, Irland ist zumindest da an den Inseln dran. Ah, okay. Ich bin übrigens. Aber wir sind nicht so mit den Engländern. Achso, ihr könnt ihr nicht ausstehen. Gut, quatsch hier mal weiter. Vielleicht macht er ein Date draus. Ich muss los, ich muss in der Ruhe sein. Was für ein Date. So, let's go. Ich meine, ist ja hier auch ziemlich warm. So, mal könnt ihr euch mal vom Acker machen im Eingangsbereich, da neben dem Schwenkbereich der Türen stehen. So, das kann irgendwann wehtun, ja, Mensch. Entschuldigung, junger Mann. Kein Respekt heutzutage, die Jugend, ja. Die Jugend, sag mal, bist du bescheuert oder was? Wie 52, jetzt regst du mal runter da, Junge. Sonst machst du ja gleich einen Segler hier zum Flieger. Ja, ja. Ich meine, ich meine, Rogen, ja. Ja. So, wir gucken, ob der Backbild oben ist. Ist er nicht, schade. Das brauchen wir halt nochmal. Wo hab ich denn jetzt hier meine Frau? Da ist es doch, sehr schön. So. Oh, erstmal schön in den Quarzen, ja. Sehr schön. Oh, und die Sonne hier, die lacht ja hier, der blaue Himmel, das hab ich ja noch nie gesehen. Das ist ja wie im Fernsehen. Sag mal hier. Schöne Aussicht hier. Ja, die Aussicht ist super, oder? Ich grätsch ja mal mit Nein so ein bisschen. Wundervoll, wunderschöne Flugzeuge. Die Flugzeuge, ja, traumhaft. Ich bin hergekommen mit so einem Ding. Sag mal, und du willst hier in den Wald, oder was hast du vor? Junge. Entschuldigung. Du willst in den Wald, nein, oder was? Oder warum hast du so eine Kutte an da? Ah, nö, eigentlich nicht, aber ist relativ angenehm. Angenehm? Wie angenehm? Ja. Sieht ein bisschen unter der Achseln oder was? Oder? Nö. Dann schwitzt also, man nicht so sehr. Ja, das zieht ein bisschen durch, ne? Ja. Was ist der hier? Sag mal. Das ist Lüftchen. Ach, aus Reno. Was für ein Ding? Reno, das ist in Nevada. In Reno? Mhm. Ich kenne Reno nur von Dokus, so. Da haben die auch mal so Reno-Würstchen gemacht in so früher. Haben die nicht so Nashörner oder so? Ja, eben, auch so ein Rhinoceros, Reno. Ja, ja, genau, ja. Hab schon mal gehört, ja. Gibt's da viele Rhinos, wo du herkommst? Ich jetzt oder der andere Herr? Ja, klar. Ah. Achso, hallo. Hallo. Also die Leute, die da wohnen, kommen fast alle aus Reno. Ich glaube, nicht viele wollen da hinziehen. Wieso? Ja, aber gibt's da jetzt so Rhinos oder nicht so? Welche Art von Reno meinen Sie?
Na, diese Dicken hier mit den Hörnern so. Diese Ritterhutzeröse, hast du noch nie gehört davon, oder was? Ja. Also, gesehen habe ich noch keins. Warum? Ich hoffe, ich weiß nicht, also nur im Internet. Da habe ich noch keine gesehen. Im Internet? Ich bin auch ein bisschen glücklich drüber. Ich glaube, wenn man dem nahe kommt, dann ist es unschön. Von was redet der? Was für ein Net? Wie? Internet. Internet. Was ist das für ein Scheiß? Kann man mit Leuten auf der ganzen Welt sich in Verbindung setzen? Also ein Telefon oder was? Oder? Ja. Ist das auch so teuer hier wie unser Satellitentelefon da? Ja. Heutzutage sind die auf einem anderen Level, aber die sind auch sauteuer. Was für ein Level jetzt schon wieder? Wir sind doch hier auf also erste Etage, oder nicht? Oder? Ja. Wie so weit? Zweite, erste, genau. Okay. Und wo ist das Level vom ja, wie ist das Internet? Internet? Ich glaube, ich habe mal gehört, je höher, desto besser, aber ich habe keine Ahnung. Nee, ich auch so. Sag mal, ich bin 52, denkst du, ich habe mit so einem Scheiß schon mal zu tun gehabt. Ist das irgendwas Neumodisches oder was? Ja, zu Hause hatte ich nicht immer so viel Internet. Immer eine begrenzte Zeit. Maximal eine Stunde. Schrecklich. Okay. Was hast du gesagt, du bist adoptiert oder was? Das sind so strenge Eltern oder was? Ja, aber die habe ich jetzt auch seit 3 Jahren nicht mehr gesehen. Na klar. Die sind doch bestimmt tot oder was, oder wie? Hast du die umgebracht oder was? Nein, die sind einfach nur scheiße. Jetzt flüchten. Die sind die scheiße. Musst du flüchten? Nee. Lieben gerne, aber nee. Alles gut. Sag mal, ich geh so in die Gürtel, die Frau, wie heißt denn du, Junge? Bitte. Ja. Was, wie wird? Wie du heißt? Dein Name? Ja, ich heiße Jericho. Jericho? Ja. Mensch, du, ist ein merkwürdiger Name. Den hast du doch selber zugelegt, oder? So ein Künstlername, oder? Nee. Nee, ich komme eigentlich aus so Mittlerem Osten. Mittlerem Osten? Wie? Also, wie? Ja, ich bin da geboren. Aber jetzt wohne ich in Reno. Oder jetzt wohnte ich in Reno, hoffentlich. Aber ich sehe bei dir nicht durch, Junge. Ich will auch nicht durch. Ach, alles bin ich gut. Warm, so. Mit der Kapuze so ein bisschen. Also vielleicht Durst, so. Nee, deswegen ach, hat er ja freie Achseln. Deswegen zieht es auch durch. Durst hatte ich tatsächlich. Ja. Oh, hier. Oh, guck mal, sind mir 2 Flaschen runtergefallen. Kannst du mir mal eine zurückgeben, so? Ja, klar. Sekunde. Oh, die kleben ein bisschen zusammen. Gut, ihr macht das schön so. Ich geh mal, ich bin fertig mit Drogen. Ja, ich muss gleich mal rein. Ja. Ach, mein Scheiße, mein Tütchen hab ich vergessen. Sag mal, Junge, ja, kannst du mal aus dem Weg gehen. Ja, mein Tütchen, ja, nie, dass du es kaputt machst. Das ist kein Müll, ja. Was soll ich kaputt machen, was? Du sollst weggehen, wegen meinem Tütchen, ja. Ihr Tütchen? Was soll ich mit ihren Tütchen? Ne, du hättest was kaputt gelatscht, Mensch, mein Name. Aber Wärme ist doch was Schönes. Einfach gehen. Einfach stumpf stehen lassen. Sehr perfekt. Weißt du wieder die Neuen? Aber du machst doch gerne, du weißt du doch. Mensch, du Luftsitzel haben wir ja auch schon wieder gebracht. Was ist denn hier los? Was ist mit dem seinem Bart passiert, sag mal? Schlimm, jetzt habe ich hier Essen hingestellt gekriegt. So, die sind alle beschäftigt, ja. Ganz viel los, nicht klar ist ja viel los. Sag mal. Hallo. Inge, bist du es? Inge? Oh, Scheiße. Sieht aus wie eine Inge? Ja, ein bisschen. Ja. Sieht aus wie meine Tochter Inge. Deine Tochter? Du erkennst deine eigene Tochter nicht? Da na, du hast gerade da auf dein komisches Telefon da geguckt. Ja. Ja. Nee, aber ich bin du nicht deine Tochter, das würde mich stark wundern. Du bist definitiv nicht Inge. Ja, dann hat sich schon erledigt. Aber du rennst rum wie Inge. Inge ist nämlich eine Gärtnerin. Wie bitte? Ich sage, Inge ist eine Gärtnerin. Du rennst auch so rum wie eine Gärtnerin. Ich bin keine Gärtnerin. Die Arme tut mir jetzt schon leid, Leute. Die kriegt jedes Mal Nackt von mir. Also, du siehst aber aus wie eine. Also, wie gesagt, Inge sieht auch so aus. Die hat auch mal so einen Sommerhut auf, so eine Latzhose. Und dann rennt die durch den Garten den ganzen Tag. Die kommt aus Berlin, weißt du? Da muss ich halt nämlich hin. Ich habe schon gedacht, wir haben irgendwas verpasst. Ja, irgendwo drüben in Europa. Die ist, die ist ausgewandert, der aus Alaska. Da kommen wir eigentlich her, weißt du? Aber wenn die doch in Berlin ist, warum sollte die dann hier sein? Ja, deswegen habe ich mich auch gefragt. Vielleicht habe ich ja wieder irgendwas verknittert, knattert da irgendwie im Schädel. Ich glaub, du suchst die vielleicht oder so. Ja, eben. Also, ich suche die. Ja, in Berlin. Eigentlich ist abgelehnt, dass wir in Berlin ist treffen. Ich bin verwirrt. Ja, ich erst. Ja gut, also ich bin auf jeden Fall nicht deine Tochter und ich bin auch keine Gärtnerin. Das verstehe ich jetzt immer noch nicht. Warum hast du denn so eine Klamotten ein?
Weil die bequem sind und ultra praktisch? Ne, das ist ja ist bei Gärtnern halt auch so. Die müssen ja auch so viel arbeiten, den Boden und dann wieder oben und dann brauchst du ja praktische Klamotten. Also ich gebe zu, ich habe zu Hause bei meinen Eltern auf der Farm viel ausgeholfen. Aber ich bin keine Gärtnerin. Also dann, also du solltest definitiv über den Beruf, also da solltest du drüber nachdenken, ne? Nur weil ich gern Latzhosen trage? Ja. Und wenn du vorher Erfahrung hast? Nichts können. Na ja gut, wenn du schaffst, dumm aus dem Bus zu winken, ist doch schon mal gut, oder was? Meinst du, das müssen Gärtner nur können, dumm aus dem Bus winken? Ja, vielleicht können sie aber irgendwie mal eine Schere nehmen oder so. Wie, keine Ahnung, wie das alles heißt. Da. So ein bisschen schnipp-schnapp machen. Dreh doch mal um, probier doch mal, ob du da ein Blatt rausgerissen kriegst. Der kriegt doch Ärger, wenn ich das abreiße. Keine Ahnung. Sieht doch keiner, oder was? Ey, sind ja kaum Menschen, die das sehen würden. Nee. Nein, ich reiß da jetzt kein Blatt ab. Ich bin doch nicht bescheuert. Ey, das weiß ich noch nicht. Kannst du aus dem Bus winken? Ja, schon. Habe ich noch nicht probiert, glaube ich. Ja, na gut. Meistens sind die Fenster dazu, ne? Man kann ja von drinnen winken. Also, muss es ja noch rauswinken. Ja, aber dann winkt man doch nicht. Ach so, meinst du? Ja, dann kann ich das wohl nicht, weil ich habe es falsch verstanden. Ja, dann zu dumm im Außenbus zu winken. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Sehr charmant. So bin ich. Die Arme tut mir jetzt schon wieder leid, ey. Die kriegt immer Lack von mir wegen der Gärtner-Scheiße da, ne? Ja, stell doch mal ab, ja, das Tütchen, ne? Es ist so schwer, ne? Also, ja, ich bin ja in Sachsen tatsächlich aufgewachsen. Aber es ist, ich bin jetzt seit 99 nicht mehr in Sachsen und das merkt man halt. Und es ist so schwer, wieder in diesen Dialekt reinzukommen. Oh, Mensch, der hier ist aber was los. Was ist denn hier? Ist da jetzt Sperrzone oder was? Ich versuche gerade quasi einen Kanadier zu spielen mit dem Dialekt. Oh, jetzt steht ja Essen und ich kann es nicht essen. Verfluchte Scheiße. So. Jetzt muss ich mal kurz hier einen Überblick verschaffen. So. Ding, dong. Mr. Kilian Quinn, bitte zu Schalter 4. Mr. Kilian Quinn zu Schalter 4. Kilian Quinn, den hatten wir vorhin hier. Der stand, war das der hier stand? Ich am rumlaufen will. Ich will gar nicht wissen, was da drin schon wieder los ist. Aber es ist wirklich viel los, ne? Ist geil. Ist cool. Draußen ist viel los, da sind ein paar Leute. Ah, die quatschen alle. Da halten wir uns ein bisschen dezent zurück. So, ich muss mal kurz was abhören. Sich dazu gesellen. Ja. Ist aber genug abgehört. So, das ist nicht Kian, war mit orangen Haaren. Wo ist er denn jetzt hin? Bei dir oder was? Hallo. Ja. Grüße. Ja. Bei dir? Nö, keine Ahnung, hast du Probleme mit der Tasche oder? Ich? Nö, nee, alles gut. Wie, alles gut? Ich hatte die nur vorhin abgestellt da drüben. Ja, und jetzt kriegst du einen steifen Arm oder? Nee. Na, das ist ja gut. Ich frage nur noch. Ne? Sag mal, was ist denn hier heute los? Also, diese ganze Security hier ist irgendwo, hast du was geschmuggelt oder? Woran liegt's?
Fällt mir jetzt auch erst auf, seitdem Sie das gesagt haben. Nee, das nennt man ja, das habe ich schon mal gelesen, da in dem Buch, ja. Subjektive Wahrnehmung. Okay. Kennst du das anderen? Das ist subjektiv. Also, das ist wie wenn du ein Auto kaufen willst, ne? Du suchst dir eins aus, was du sonst so nie siehst, ne? Und dann willst du das kaufen und dann auf einmal fahren nur noch solche Hütten rum. Ja, oh, ja. Jetzt weiß ich, was das, du meinst. Das nennt man so. Subjektive Wahrnehmung. Okay. Jetzt ist mir auf jeden Fall, ja, rennen viele Cops rum oder Securities oder und, ja, keine Ahnung. Das ist wohl wahr. Was machen die ganze Zeit? Gucken, ob keiner guckt oder woran? Oder was würdest du sagen? Vielleicht erzählen die sich auch Sachen über andere. Wie erzählen Sachen? Weißt du ja nicht. Was sind für Sachen? Ja. Menschen anschauen. Soll ich ihnen gleich ein bisschen Bewegung geben, ja? Oh, siehst du, jetzt machen sie schon stumm. Da, guck mal. Ja, Mann. Ups. Naja, wenn sie meinen hier, dass wir hier nur rumstehen, das ist unser Job, ja? Aber wir können gerne dafür sorgen, dass sie in Bewegung kommen. Eieieiei. Ich meine, sie ich glaube, wir gehen mal ein bisschen an die Seite. Hier ein paar Sit-Ups machen, ne? In der Region, wo ich hier... Da können die ungestört machen, was sie machen wollen. Das werden sie machen, ja. Was macht denn der jetzt? Der macht das ist jetzt nicht so ernst, oder? Schmeißt er sich hier auf den dreckigen Boden da im Flughafen? Auf dem Flughafen? Also ich mache ja auch sehr gerne Sport, aber... Die Situation passt jetzt nicht direkt. Na gut. Ich meine, gibt's ja nicht so neumodischer Fachbegriff, ja. Wie nennt man sowas? Was der jetzt da macht, ja. Angeben, würde ich hier sagen. Flexen. Junge Mann, Sie sehen fit aus. Hallo? Machen Sie mal ein bisschen Unterstützung hier. Oh, ich habe aber gar keine Sportsachen dabei. Ja, es ist kein Problem. Halt Ihnen auch Tasche fest. Sicher jetzt, sag. Ja. Okay, dann... Können Sie mir gerne gehen. Super, dann... Ja, Junge, viel Spaß. Das muss ich überlegen, ob ich jetzt... Ah, boom, 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 das war das. Was? Die Fahrzeuge entschieden. Ich bin der Kalle. Kalle? Ja, das ist natürlich von Vorteil, wenn Sie Motorradfahrer okay. selbst das Motorrad reparieren können. Was haben Sie sich da geklaut? Okay. Und ja, was bringt Sie dann jetzt hierher? Warum sind Sie nicht in Silber geblieben? Ja, was wollen Sie denn machen? Ich übergebe mal die Tasche von Kalle. Ja. Wie? Steh einfach unten hin, ja. Ich bin zwar entwurft, Charlie. Ich traue ja auch nicht. Ich habe mein Tütchen dabei. So ein bisschen auf der Stelle laufen. Okay, ja, dann. Ja. Kalle, deine Tasche ist Hallo. Unter diesem Tisch da, okay? Okay, danke. Kalle, liegt mach ein paar Hampelmänner. So ein bisschen so. Das ist hier ein Sportler, sehen Sie das? Also auf dem Flughafen ist mir das gar nicht peinlich, zum Glück. Nein, ich war einfach nur ein Tag ein bisschen Sport und in 20 Jahren wirst du dir dafür danken. Wollten Sie eigentlich nur Distanz gewinnen von dieser Also ich habe, ich mache sehr viel Sport, was das angeht, muss ich ehrlich sagen. Natürlich, vergiss nicht, 70-30 Minion. Welchem Sport? 70-30. Ja, von diesen Ernährung ist 70% deines Trainings und natürlich immer auf den Proteinbedarf achten. Proteinregel. Sieht ein bisschen komisch aus. Okay, vielen Dank. Servus, danke für deinen Follow. Herzlich willkommen beim Alex Akativiton AK. Heute mal gerade. Immer drauf achten. Ne? Okay. Genug Hallo? Wasser trinken. Fliegen gut Zeit. Proteinbedarf ja. decken. Okay. Und gerade, woher kommst du? Und natürlich vielen Dank dafür. Auf deine Kohlenhydrate achten. Werde ich mir gleich mal gönnen. Oh, der ist gut. Ist das weit weg? Hallo. Ja, Klaus, der Gutmann. Hallo. Was? Darf man sich dazu stellen? Eine Frage, wenn ihr über die Tasche fällst, die unten steht und mein Beutel stehen lässt, dann ist alles in Ordnung. Ja? Nee, um Gottes Willen. Ja. Die Tasche ist von dem Typen da im schwarzen T-Shirt. Der ist da. Der mit dem pinken? Ja, oder? Nee, mit dem schwarzen. Ach, mit dem schwarzen, okay. Alle, okay. Bin der Schwarze sieht älter aus. Nö. Sie gehört, die hat mir den gerade weggenommen und sagt, ja, mach mal Liegestütze in so Mist. Und jetzt machen die da irgendwie, keine Ahnung, sportfrei. Ja, wie früher. Sport mit passender Kleidung, muss ich sagen. Weil es mir durch den Flug schon ein Gibt es nicht andere Orte, um Sport zu machen? Ich jetzt wie alt dieser... Ja. Könnte man gleich drüber nachdenken, mit Lauch. Nö. Früher gab es mal eine Sporthalle. Oh, oui.
Normalerweise schon. Jetzt benutzt man den Flughafen. Oder wie? Wow. Hallo, Entschuldigung. Vielleicht haben die Flughalle und Sporthalle verwechselt. Also ich weiß nicht. Na, weiß ich nicht. Also, so muss ich jetzt auch nicht. Bob Walters, ja, Schalter 1. Was hat sie denn? 25. Oh, wäre die Dame 18, am Empfang oder weiter? Die Dame hier? Ja, hinterin ist sie da so gebrüllt. Also, er ist jünger als ist doch eine. Oh. Kater. Und überall ist gut, oder was? Bist du wieder gerade, oder? Ja. Ist okay. Ist okay. Du musst jetzt frisch, hast du ausgeschlafen jetzt quasi, oder was? Oder wie? Ja, genau. Ja, ausgeschlafen schon die ganze Zeit. Der Flug ging ja nicht lange. Konnte aber, nicht jetzt, Augen nicht aber der Puls ist jetzt eben, oder wie? Oder? Wieso ist der Puls? Ja, weil er sich sportlich Sport betätigen musste, ja. Ja, das war ein bisschen aufwärmen, alles gut. Das war aufwärmwürdig. Also wenn ich das mache, brauchst du mir ein Sauerstoffzelt. Also muss ich mir ein Sauerstoffzelt hinstellen. Ja. Mensch, Kalle ist da, hat er gesagt, oder was? Der Kalle, genau. Okay, Kalle, woher kommst du? Jericho Daniv, bitte zu Schalter 3. Jericho Daniv, bitte. Viel schlimmer finde ich, dass... Ich bin aus Virginia. Virginia, okay. Hm. Oh, wie lange fliegt man da? Auch jede Menge Menschen, ich bin Laura. Die, oh, schöner Name. Dankeschön. Nö, schlau, ich bin noch Flynn, hab ich schon gesagt, oder? Ja, ich sage, nee, hab ich nicht. Flynn, ja. 35, war das Flynn, okay. Flynn, F-L-Y, nee. Ich komme oben aus dem Norden, ja. Und ich muss jetzt nach Berlin zu meiner Tochter. Ja, ne, ne. Immer nur in Motorrad. Ach, nach Berlin müssen sie, schön. Ja. Bin ich jetzt nicht so, oh ja. Ist Deutschland, oder? Keine Ahnung, ist irgendwo drüben. Ich komme aus Deutschland tatsächlich, also ich kann Ihnen besser Köln empfehlen. Ja gut, meine Tochter wohnt in Berlin, da in der Nähe. In der Werkstatt. Dann haben gut, sie ja da kann man nichts viel tun, wenn sie durch den falschen Ort zum Wohnen gewählt hat. So sieht es aus. Nur, ne. Ob sie College waren, aber so. Ich schätze mal. Also, sonst, Junge, was machst du denn? Das ist doch Erfahrung. Gerade warten, bis ich aufgehoben werde. Ja, musst du denn auch noch weiterfliegen oder ist das hier dein. Nö. Das ist der Zielort, ja. Okay. Bei dir willst du bleiben, also hier kann man eigentlich echt drüber nachdenken, so wenn ich mir das Wetter schon draußen angucke. Oh, das sieht schön gut aus. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Also da rechts hier. Ist ein bisschen wärmer wie in Virginia. Also ich komme gerade aus Deutschland. Also du wirst gleich nur Regen haben, wenn du dort landest bei deiner Tochter. Nicht wirklich jetzt, oder? Ich habe nicht mal einen Regenschirm dabei. Kein Regengeld. Doch, doch. Ja, na prima. Na prachtvoll. Vielleicht haben sie am Flughafen in Deutschland irgendwas zu kaufen in der Richtung. Ja, vielleicht gibt es auch ein Taxi. Vielleicht holt mich meine Tochter ab. Da muss ich in den Regen stehen. Wer weiß. Oder das. Wenn ich jetzt ärgere. Scheiße, gibt's da immer Münztelefone? Na klar. Gibt's noch. Oh. Sehr gut, da kann ich ja was anrufen. Aber Dein Handy hast du nicht? Wie Handy? Diesen neuen Mädchen Scheiß, bist du das Wahnsinns? Ja, keine Ahnung. Du, ich komme zur Zeit, da hast du angefangen, Telegramme zu schreiben. Ja gut, heißt nix. Meine Oma rennt auch mit dem Handy rum. Zum Beispiel Steak in Fish End of unsere. Ist sie jünger als ich? Das weiß ich nicht. Wie alt sind sie, wenn ich fragen darf? Ich bin Sven Wurfdschunge. Mädel, Entschuldigung. Ja gut, das meine Oma ist älter. Und die hat schon so ein Handy-Ding, meine Herren. Mhm. Ich brauch sowas im Wald nicht, weißt du. In den USA sehr beliebt, einfach so dieses... Wieso kriege ich meinen scheiß Dialekt hin? Verfluchte Axt, das ärgert mich gerade. Da will ich ganz klar sagen, ich möchte ein bisschen Kulinarik hier in Amerika machen Sie hier? Führen, also, Nadia, hier in Los Santos? Doch bitter nettig. Wie ich jetzt? Ne, die Dame. Ah, die Totenkopffrau. Also guck da nicht so auf den... Hayley Chambers, bitte einmal zu fragen. Nee, dass du eine Stelle kriegst. Ich hab's nur beiläufig gesehen. Ich weiß nicht, das Gefühl, dass das größte Barbecue in den USA ist. Ich mach Urlaub hier. Einfach Urlaub. Fett, aber nicht. Ist auch eine schöne Stadt. Also zumindest von oben gesehen. Ich war noch nicht da. Ja, ich wollte dich so hin, wo, ich sag mal, diese typische Touri-Szene ist. So. Und kann ich verstehen. Für mich klingt es sehr sächsisch, aber ich komme aus NRW. Ja, perfekt. Ja. Und eigentlich wollte ich mit seinem Bruder reisen, aber kurzes Hallöchen. Der liegt mit einer Männergrippe zu Hause. Das ist natürlich, da helfen sie ihm nicht. Da helfen sie ihm nicht. Das ist natürlich schade. Der soll selber zusehen, dass er seinen Arsch rauskriegt aus der Bude. MD gleich gerufen, voll Alarm. Ah nee, das kriegt er zu Hause. Hauptsache, da fliegt ein Heli lang, guckt euch das an. Draußen fliegt einfach ein Heli vorbei. Lass mir denn nicht den teuren Urlaub jetzt hier versauen. Perfekt. Das wäre natürlich sehr schade.
Sag mal, ich muss da mal was gucken gehen. Ich bin gleich wieder hier. Pass mal auf mein Tütchen auf, Jörn. Und deine komische Tasche steht unter dem Tisch, Jörn. Nicht wegrennen. Wenn der Familie gibt, dann. Oh, Scheiße, du, jetzt ist der weg, Jörn. Sag mal, Junge, hast du hingeguckt? Da war gerade ein Heli, du. Ein Heli? So ein Helikopter, Bums, ja. Wie heißt der Scheiß da, ja? Hubschrauber. Ein Hubschrauber, okay. Ja, der hupt und schraubt die ganze Zeit lang. Ne, hab ich nicht gehört. Ich hab's nicht gesehen, aber ich hab irgendwas gehört, jetzt muss ich sagen. Ja. Scheiße, ich dachte, ich sehe den noch. Ich war noch nie so nah dran an so einem Hubschrauber. Oh, da hör ich noch wieder. Fasziniert sie sowas? Ne, warum nicht? Ja, Mensch, ich komme aus dem Wald, Junge. Ich seh sowas selten. Sie sehen sowas selten? Na klar, bei uns landen nur die Wasserflugzeuge, ja, so, weißt du. Die kleinen, die Cessnas. Ah, wo kommen sie denn her? Na, oben ist ein Yukon, Junge. Ah, okay. Ja, kommt der jetzt hier nochmal lang? Ah, scheiße, der ist bestimmt gelandet. Na gut, muss ich wieder rein zu meinem Dütschen. Ja, alles klar. Ja, fahr keine Bäume um das Weh, ne? Bis dann. So, ja. Ach, so gefällt dir nicht. Mensch, aber auch gerade echt ein Hubschrauber. Ich habe ihn noch gehört, aber ich habe ihn nie gesehen. Was? Ein Hubschrauber. Hubschrauber, ja. Der schraubt und bärt und hupt. Und, ach, du weißt schon, was ich meine. Hier sind Dinge. Die hupen? Bringt doch gar nicht, dass es Bären gibt, die hupen. Natürlich nicht. Ja, wie auch immer. Ich habe es noch nie so oft gesehen bei mir. Ja. Das letzte Mal im Krieg. Oh, okay. Das ist schon ein, zwei Tage her anscheinend. In welchem Krieg warst du denn? Ich will hier noch mal jetzt nicht drüber reden. War nicht so schön. Okay. Okay. Krieg der Sterne. Ne, das habe ich auch öfter, ja. Wenn ich da oben in den Himmel gucke. Ja. Natürlich. Da oben bei dem Yukon, da sieht das immer schön aus. Ja. So Lichtspektakel und so. Das ist wie so ein Krieg der Sterne, ne? Das ist wie im Fernsehen. Jetzt sind wir irgendwie bei Star Wars gelandet, oder? Ja, irgendwie sowas, ja. Ich hoffe dir auch, mir geht's auch. Solange sie jetzt nicht sagen, ich bin dein Vater, ist alles gut. Kann ich mir mal einen Gefallen tun, wenn wir was zu trinken wollen, Junge? Du bist doch mal frisch oder was? Sorry. Soll ich dich jetzt auch noch Luke nennen oder was? Nein. Alles gut. Ja. Ein bisschen auflockern. Wie ich mich? Nein, wie uns? Achso, ja, gut. Gut, so, ich muss mal hier kurz. Ich nehme mal mein Teaching hier wieder, ja. Ich muss mal gucken, ob ich hier mal irgendwas zu fressen oder was zu saugen kriege. Kälst du nicht aus, ja, das ist ein paar Zeiten. Also hier hinten gibt es noch einen Laden. Also ich sehe das, ganz blind bin ich nicht. Ich bin alter und nicht blind, aber vielen Dank, dass ich spreche. So, ja, wie heißt er? Kalle. Entschuldigen Sie. Kalle heißt er. Lass dich nicht ärgern. Wie ist die Dame? Laura. Kalle und Laura. Alles klar, gib mir das Bärchen ab. Also wenn dein Alter nicht mehr aus dem Bett kommt, nimm den. Bis dann. Sehr schön. So, müssen wir gerade zu tun, also was zu futtern kaufen. Gleich mal alle Leute verkoppeln hier mit der Stimme. So, komm, ja, wir haben ja was zu essen, wir haben ja was zu saufen. So, ich hasse das am Flughafen immer auszuspielen, deswegen mache ich das jetzt so. So, und nebenbei kann ich das nämlich auch noch machen. Meine Herren. Dieses kratzende Sprechen auf Dauer merke ich in letzter Zeit. Geht tatsächlich ein bisschen auf die Stimmbänder. Deswegen muss ich auch abends mal husten. Das nervt mich. Oh nein, kein Better TV. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Wäre aber eigentlich auch mal eine Idee. Das über den Bot zu aktivieren. So, jetzt muss ich mal kurz was nachlesen. Das ist safe. Lull ist immer gut. Ist immer einfach. So. Ich wundere mich, ich muss mal kurz was gegenprüfen.
Irgendwas ist immer, ne? Songbird. So, Mucke läuft noch bei euch. Das, ja, ich höre sie nämlich kaum. Ich habe es zu leise gemacht. Ich kann auch ein bisschen... Ich mache mal die Mucke an hier. So. Gehen wir mal weiter runter, weil die unten ein bisschen cooler ist. So, jetzt. Ich singe auch fleißig mit. Mal gucken, ob du bei den ganzen Songs, die jetzt kommen, mitsingen kannst. Dann Hut ab. So, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Okay. Jetzt kommt der erste Anhalt, ja. Jetzt hab ich mir die Tüte weggemacht, scheiße. Haben Sie was im Shop gefunden? Gerne, gerne. Auch der Meinung sein, Schokolade tausendmal besser. Wie Schokolade? Kann man ja immer Schokolade fressen, ja, das ist Wahnsinn. Doch, die ist wirklich lecker. Wir essen ja eine Schokolade. Gibt's ja keine Semmeln, sag mal, ja, so belegte. Mm-mm. Wie, nee. Wer will schon Semmeln, wenn er das hier haben kann? Genießt ihr beide zusammen, oder wie müsst ihr das jetzt verstehen? Mhm. Ja. Für meine Figur aber geht schon. Mhm. Ihr tauscht die jetzt aber nicht irgendwie unterschiedlich oder so, ne? Also der eine leckt daran, der andere dann daran, oder irgendwie so. Also was fangt ihr jetzt hier nicht an, oder? Wir tauschen wollen? Ich überleg noch. Du überlegst noch. Mein Mädel, das war ein Angebot, ne? Also. Mhm. Ich warte nur, ob wir tauschen wollen oder nicht. Na klar, zieh dir den ruhig mal in die Ecke. Dann hat der schon einen Namen, der Junge, oder? Wollen Sie mal beißen? Ja noch? Nee, ich nee, du fragst das Mädel, Junge. Ich gerne beißen wollen. Ich bin Ryan. Ryan will beißen. Ah nee, beißen lassen. Ryan, vielleicht auf Männer stehen. Ich heute das gelernt haben von zwei Frauen. Wenn Mann nicht auf eine Frau will, dann er wohl auf Männer stehen. Das habe ich so nicht gesagt. Ne, doch. Ich verstehe. Und sonst, Ryan? Mhm. Jetzt auf da an diesem scheiß Riegel zu saugen, das ist ja ekelerregend. Das ist ja um Gottes Willen. Der verklebt mir die ganze Gusche. Das merkt man gar nicht. Mhm. Junge Frau? Mhm. Bin ich die Verkäuferin? Ja, das soll so richtig sein. Ach, okay, das ist sie. Oh. Ich bräuchte mal Zigaretten, bitte. Mhm. Dann Sie bitte einmal folgen. Na klar. Mein Arme, was ist denn? Opa, die Arme, jetzt muss er arbeiten. Die hat eigentlich gar keine Lust mehr. Naja, wie? Hat sie schon gesagt, oder was? Ja, deswegen steht sie wahrscheinlich die ganze Zeit hier. Na, ich wollte, war gerade drin und ich wollte eine Semmel haben. Eine belegte. Das ist so ein Brötchen, weißt du, also so eine Strippe. Mal gehört? Ja, klar, ist bekannt. Ist bekannt, hallo. Pass auf, der lutscht gerade an Riegeln hier, der Ryan. Was? Der Ryan lutscht irgendwie... Was? Oh, okay. Lutscht an anderen das Sachen, ist, oder was? Hab ich was verpasst? Das ist seine Sichtweise. Ich habe nur gefragt, ob er mal von meinem Schokoladenriegel abbeißen will. Ja, er hat so gierig geguckt. Das Mädel hat gierig geguckt, die Verkäuferin, ja. Ich muss weiter, das ist mir... Nee, warum? Hey! Siehst du, sie verkreuzt. Jetzt haben sie sie verschreckt. Nee, ich doch nicht, hast du doch gemacht, Junge. Ich? Nee, sie haben hier von Riegellecken geredet. Das macht man doch nicht. Na, lecken die Riegel, das war hier, ja. Hallo. Die Dame war gerade ein bisschen interessiert. Weil jetzt ist die Verkäuferin. Ja. An Ryan. Ja, definitiv. An den Herrn hier? Nee, an ihn. An dir, Junge. Warum nicht zugeschlagen und so Telefonnummern ausgetauscht? Also, ja, ich mein, du kannst ja jetzt in die Frau schlagen. Nein, ich meine so Telefonnummern tauschen, Telefone tauschen, irgendwas. Wir hatten schon Schokoriegel getauscht, ich dachte, das... Kann ich sagen, die haben doch gegenseitig umgelegt, also am Schokoriegel jetzt. Das klingt jetzt komischer, als es ist. Die haben an ihrem Schokoriegel geleckt oder andersrum? Wir haben an unseren eigenen Riegeln geleckt. Achso.
Ja, das war Thema, der Fehler. Ich glaube, das war der Fehler. Ich glaube, das war der Fehler. Die war wirklich interessiert. Die war jetzt ein bisschen geknickt, als sie mir die Zigaretten verkauft hat. Hast du wieder gerade gemacht, oder? Die Arme. Ja, ja, ja. Soll ich eine Botschaft übermitteln? Ja, das will man nie und trotzdem passiert's, ne? Ich will auch tatsächlich hier irgendwie niemanden falsche Hoffnung machen. Ich bin tatsächlich momentan gar nicht an irgendwelchen Beziehungssachen interessiert. Also Ryan, du bist ein ganz schöner Fuchs. Das ist schon, das muss man mal sagen. Das bin ich. Cruise, bitte einmal. Hey, bist du jetzt wirklich, oder? Oder wie verstehe ich das jetzt, ja? Sag jetzt nicht, dass du Ryan Fuchs heißt. Ja, warum schreiben Sie meinen Namen auf? Na, weil ich der Verkäuferin noch mal kurz einen Hinweis geben will. Sie haben ja gesagt, Sie sind nicht interessiert. Dann kann ich ihr ja mal sagen, dass das gut war, dass sie das Gespräch verlassen hat. Nicht, dass sie ihn jetzt noch irgendwie hinterher trauert oder so. Ryan Weisen auch sehr Meinen schön. Sie, das wurde sie? Ja, wie gesagt, ich habe das Blitzen in den Augen gesehen. So, ich muss einfach mich bewegen. Die Schlupper zwickt also bis später, ja. Ja, ja, immer schön weiterlaufen. So. Die Schlupper zwickt. So, Mädel, ist gut bei dir, ja, oder ist so. Was? Weiß ich ja. Wie? Warum nicht? Keine Ahnung, läufst du, als wenn du dir irgendwie, keine Ahnung, schlafen willst. Schlafen? Nee. Ja. Such mal einen Koffer. Du suchst einen Koffer. Mhm. Junge, die sucht einen Koffer. Der hat mich sogar gehört. Einen Koffer sucht die. Okay. Keine Ahnung. Ich kann dir nur Proteinriegel anbieten oder Proteinshakes. Sind die verpackt? In Plastik, ja? Lass mich einfach überraschen. Nee. Okay, ich sehe schon, ihr versteht euch. Bis später. Also so ein Mist. jetzt habe ich es einfach in die Scheiße gerannt. Das ist so schön. Das ist so gut. Ich liebe es. Ich kann ein Visum beantragen. Ich würde gerne hier bleiben. Ja, wie kommt's? Einfach so. Spontan oder? Ich hätte erst was gesagt. Ja und nein. Also ich komme aus einem ganz, ganz kleinen Dorf. Bei den Amish, also ich bin Amish aufgewachsen. Oh, die ist Amish aufgewachsen. Und hab beim Verkaufen meiner Sachen in Lanchester. Also und jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit, ein bisschen Ruhe, kann man immer essen, prachtvoll. Und der hat mir so ein bisschen. Das durfte mir nicht übel nehmen, ich mache. Ich sag es jetzt mal. Müht mich auch zwischendurch. Normalen Welt gezeigt. Und das gefiel mir besser als das Dorf, in dem ich dann immer war. Und dann hat er zu mir gesagt: Dann lass uns abhauen, ich wollte eh auch neu anfangen, dann treffen wir uns in Los Santos. Und jetzt. Hat er leider meinen Flug der hat meinen Flug erwischt, der muss den späteren nachnehmen. Der war leider zu langsam mit dem Ticket buchen. Für eine Amish, also für uns gibt es nur. Ja. Das Gute ist, also für die, die es nicht wissen. Das System an sich ist ein bisschen umgestellt worden. Naja, also alles, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe, war gekocht, geputzt und geerntet. Ich habe Zeit für eine Veränderung. Sport machen. War das jetzt eine Aufforderung? Also was genau, werde ich euch nicht erzählen, logischerweise. Aber ein paar Sachen sind auf jeden Fall verändert worden. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich bin dann dumm, Protein-Check wieder. Ich trinke nur was mit Zucker. Bisschen verwirrt gerade. Und das ist auch gut so, weil es halt nämlich ab und zu mal ein paar Ruhephasen gibt. Ich bin die Lilith. Also, Hauptsache, dass wir machen können. Ist irgendwas passiert, was ich nicht verkraftet habe gerade, oder? Nein. Genau. In diesen Rufphasen kann man sich mal theoretisch, kann ich mich mal mit euch unterhalten. Okay, da gibt es einen kleinen Fehler. Die saufen da schon wieder Kaffee an Schalter 4. Er läuft hier rum. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber sonst hätte ich vielleicht eine Geschäftsidee für Sie. Das Schlimmste an der ganzen Hausarbeit war immer das Falten von T-Shirts. Sie könnten was erfinden, was das von alleine macht. Ja. Also, das ist mir immer am meisten auf die Nerven gegangen, wenn ich Haushalt machen musste. Lilith, also Nova Lilith. Aber alle nennen mich nur Lilith.
Aber ansonsten bin ich wahrscheinlich einfach die falsche Ansprechpartnerin da für Sie. Ein Zwanger. Ich auch nicht. Nein, danke. Ich hab mein Wasser hier bekommen von der netten Dame, die schon weg ist. Ja. Du hast nicht nur... Du hast ja, da würde ich was meine Schwester nehmen, da habe ich nicht. Haley Chambers? Okay, mache ich. Wie gesagt, hätte ich wundern, ich esse nebenbei. Ja, teilen ist das Wichtigste. Sonst komme ich wieder nicht dazu. Nehmen Sie als erstes ein. Dann kriege ich wieder Ärger zu Hause, weil ich zu wenig esse. Dann würde ich den anderen direkt verputzen. 20 Minuten vor mir aber durch die Schleuse gegangen. Auf jeden Fall. Sind aber auch lecker. Oder? Nix gut, diese. Ich sage ihn dir. Ja, doch, ja, würde ich so sagen, ja. Und Sie leben dann? Okay. Ja, ich glaube, sie will hier bleiben, denn darüber geredet gehabt, dass sie hier bleiben will, aber ich weiß nicht, ob ich hier auch bleiben will, keine Ahnung. Ja, genau. Und Sie wohnen hier in Los Santos? Ja, neun Stunden halt von... Okay. Sonst hätte ich Sie jetzt nämlich gefragt. Hamilton. Also Sie fliegen direkt weiter. Oh, what? Sie jetzt gefragt, ein wunderschön. Aus Kanada halt. Haben. Stößchen. Lass laufen, Junge. Aber so früh schon eine Hülse am Hals, oder was? Immer nur aus dem Fenster, wenn sie weiterfliegen. Oh, Größe Schneid 5, da kann man auch mal eine Hülse reinpressen. Nö, Marble, Einreise heute hier. Ja, nee, das ist dann. Wenn dann schon nuklear, ne? Nuklear reinschreiben, bitte. Wenn, dann machen wir heute auf Dialekt, ja. Nuklear. Ja, super langweilig. Und Gänsefleisch mal einen Kofferraum machen. Echt? Okay, aber so. Ist das so? Ist aber schon was Größeres, oder? Oder eher was so war klein? Das Wildeste, was Sie bis jetzt gehört haben? Sehr klein. Ja. Carter Moore. Bitte einmal zu Schalter 4. Die meisten von uns bleiben ja auch. Also die meisten von uns guck mich mal hier genau. Ich glaube, ich gucke mich hier nochmal um, die wirklich aufhören, sag ich mal. Weil man halt dann auch relativ schnell von seiner ganzen Familie ausgestoßen wird. Genau, also es ist bei den heutigen, sag ich mal, ganz streng amisch ist es so, dass die Jugendliche für 2 bis 3 Jahre. Hat ich den gerade losgeschickt, um was zu holen? Das muss ich jetzt prüfen. Oh, hallo. Hallo, Phil. Sag mal, hast du den Jungen jetzt hier losgeschickt, dass der dir was holt oder was? Als ob. Wie als ob? Der ist freiwillig gegangen. Was will er denn dir holen, ja? Mir schon mal gar nichts. Warum soll er mir denn was holen? Nee, weiß ich ja nicht. Was sah so aus, als wenn du den durchschickst? Ich bin ja eh zu dumm, um aus dem Bus zu winken. Ja, bist du, ja. Du schreist auch rum, wie als wenn du im Bus sitzen würdest. Ich schrei gar nicht Gott. Rum. Immer diese Leute am Flughafen. Echt mal. Weißt du, die sagt gerade hinter mir, da ist sie. Der meint bestimmt dich. Nee, definitiv nicht. Ja, ich schrei nämlich nicht rum. Ich schrei auch nicht rum. Ja, wenn ich rumschreie, dann hört es. Da sehe ich mir nicht, dass ich rumschreie, ja, Mädel. Warum schreist du mich denn jetzt an? Weil du das wissen wolltest, wie es klingt, wenn ich schreie. Nee, das habe ich ja so gar nicht gesagt. Nee, ich bin verwirrt. Das hatten wir schon mal. Ah, die ist so gut. Dann kann ich mich auch jetzt wieder hinsetzen. Ja, besser ist das. Was ist denn jetzt mit dem Trottel da? Holt er dir jetzt was oder nicht? Oder wie oder was? Oder? Nee, der wollte sich selber was holen. Frag ihn doch. Wo ist er denn hin? Der ist ein bisschen wortkarg. Ja, in den Shop rein, glaube ich. Der Taylor. Taylor? Hey, Taylor, mit Vornamen oder was, oder? Ja, der sucht seine Schwester, aber die heißt Haley, glaube ich. Wenn ich mich nicht verhört habe und es vergessen habe. Danke, Tom, danke! Der sucht seine Schwester, sucht er. Ja. Um Gottes Willen. Sag mal, hier rechts neben dir steht ein Tütchen auf dem Tisch. Pass mal öfter, ich geh mal rein. Taylor und sucht eine Schwester. Ich such mal. Ich guck mal. Das ist vielleicht eine gute Idee, wo man investieren könnte. Automat funktioniert.
Nee, ich würde ihn immer nur stutzen. Ja, sag mal, Junge, bist du Taylor? Ich muss mal hier stören kurz. Entschuldigt bitte. Da bin ich. Du bist Taylor, suchst deine Schwester. Ja, ich bin TJ, genau. Mhm. Wie TJ? Ich denke Taylor. Jay. Tyler John, genau. Ja, ach, Tyler John, TJ. Ah, sehr, jetzt klingelst du. Du suchst deine Schwester. So? Warum machst du denn das? Warum nicht? Weil wir hier zusammen einreisen, deswegen. Achso, das weiß ich schon nicht. Du sag mal, also hier schon hier, Mädel, kannst gleich weiter quatschen mit dem. Also das Mädel ja, da vorne ja mit der, mit die aussieht wie eine Gärtnerin, ne? Was ist mit dir? Schenk dir doch mal was Schönes, vielleicht ist aber, ne? Da kannst du vielleicht mal knickknack und vielleicht schneide die mal deinen Busch oben auf den Kopf oder so. Wow, was geht denn mit dir ab? Wie, was geht mit mir? Halt mal ein bisschen Respekt, ich bin so ein Wurf, jetzt reiß schon mal zusammen. Und aber das wäre vielleicht ganz notwendig. Ja, eben, also so wie das da aussieht. Also das mit dem Haare schneiden auf jeden Fall. Kann einfach mal fragen. Aus Frauenperspektive. Siehst du alles wie, keine Ahnung, wie ich unten rum. Ja, so ein bisschen wuschelig und dann abgeknabberte Fingernägel ist jetzt nicht so sexy. Nee. Die nicht abgeknabbert, ich schneide sie immer mit dem... Mit was jetzt? Mit der Heckenschere oder was? Ja. Kein Wunder, dass es so scheiße ist. Nagelknipser natürlich, Männchen. Nagelknipser. Du musst doch nachfeilen, Junge. Ja, wollte gerade sagen, die muss man, das weiß sogar der alte Herr, dass ja, man die also und ich wohne im Wald. Es ist ja wohl klar, erst knipsen, dann nachpfeilen. Ja, was machst du da am Stein oder was? Wo machst du das? Das Nachschleifen. An der Nagelschnips ist auch noch so eine Nagelpfeile mit dran, meine Gott, ey. Keine Ahnung, das sieht so aus, als wenn ich abgefallen ist, so wie deine Finger aussehen. Gut, da weißt du auf jeden Fall Bescheid. Also, wieder, wenn du willst, dann guck mal, dann kriegst du da vielleicht mal, ne, und DJ. TJ, das klingt irgendwie wie einer hier, der einen Tee braucht oder so. Ja, genau, TJ, genau. Ja, bracht. Gut, dann freu ich schaffen. Ich wollte euch nicht ablenken. Also, wenn ihr ein Date macht, macht ihr das Mantel. Ansonsten, wie gesagt, draußen ist eine Gärtnerin. Das würde sie sowieso nichts angehen. Alter, Flint dreht wieder durch. Flint dreht durch. Das natürlich auch, wenn ich das so großzügig von dem Herrn. Und? Ja, also, der sucht tatsächlich seine Schwester und die ist wohl hier am Flughafen. Ja. Alter, und du musst aufpassen bei dem, ne? Warum? Der knipst seine Fingernägel irgendwie komisch ab und dann... Ew! Nee, also schon mit so einem Nagelknipser. Nee, an sich so. Ach so. Das Problem mit dem Nachschleifen, also er sagt zwar, dass er das irgendwie mit dem Gerät da selber macht, ne? Aber ich glaube ihm das nicht. Es sieht so aus, als wenn er das am Stein abschabt. Das klingt nach sehr ungepflegten Fingernägeln. Du guck dir die mal an, da kriegst einen Schrecken. Ich glaube, die will ich gar nicht angucken, aber der hat auch nicht so viel mit mir gesprochen. Nicht? Nee. Gerade eben kam er ein bisschen aus sich aus. Der hieß übrigens nicht TJ, sondern der hat irgendwie einen Doppelnamen. Irgendwas mit Taylor. Hab doch gesagt, dass der Taylor heißt. Also, ach nee, du hast mir das gesagt und der hat mich mit TJ vollgequatscht. Ja, gut, das kann sein. Hab ja auch nur kurz mit dem geredet. Vielleicht redest du mal länger mit dem. Ja, der ist ja vor mir geflüchtet. Ich wollte ihn jetzt auch nicht bedrängen. Na klar, immer ran da. Ich zeig dir doch mal, wo du frisch die Lagenheit, die du abschneiden willst. Nee, ich will dem keine... Nee. Okay. Was trägst du eigentlich in deiner Tüte hier rum? Eine Stulle. Eine Stulle? Ja, daneben hab ich noch ein T-Shirt zum Wechseln und eine Buchse. Und das reicht dir als Gepäck? Nee, ich fahre nach Berlin, da meine Tochter hat genug da. Ach so. Dann gehen wir shoppen und dann ist es wieder gut. Im Wald reicht das, wenn ich herkomme. Du suchst deine Tochter, die du mit mir verwechselt hast. Genau. Ja, mach dir mal Gedanken. Wie jetzt? Ich finde das immer noch komisch, dass du denkst, ich wäre deine Tochter. Das denke ich doch auch nicht mehr. Dachtest. Ist doch schon längst abgefahren, der Zug, oder nicht? Ja, gut. So, was hat er jetzt da hier, ne? Langeweile, oder warum steht er jetzt da blöd rum? Der Security-Mann. Ja. Siehst du, ist dir auch aufgefallen, ne? Wie bitte? Ist dir auch aufgefallen? Ja, der steht da so ein bisschen verloren. Ja. Ja. Naja. Vielleicht hat er gerade keine Arbeit oder so. Nee, ich brauche ihn mal. So. Ja. Also ein schönes Wort. So, mein Security-Mann, hast du das verloren, oder warum stehst du hier? Oder spielst du eins, guck in die Luft? Ich, beobachte es, ja? Beobachten? Das tue ich immer, ja? Wie beobachten? Wen beobachtest du? Mich jetzt, oder was? Allgemein würde ich sagen, ja?
Halt alles so ein bisschen. Die ist übrigens keine Gärtnerin, auch wenn sie so aussieht, die kleine Zarte, oder? Hat sie gesagt. Na gut, dann beobachten wir weiter. Ne? Wenn dir langweilig wird, sagt ihr Bescheid. Ne? Ja, wunderbar. Welt geht vor, ne? Ne. Naja, das ist schon wichtig. Ja, ne? Ja. Perfekt. Sehr schön. So, Jekyll Hyde, an dich auch natürlich. Ein herzliches Hallöchen, schönen Sonntag. Und Notorius natürlich auch, der hier einfach mal die Titanic-Flut reinschmeißt. Wir sind hier gerade nicht bei Gas, ne? Wir sind hier bei ne? Flink Gutzeit. Und Huddelkuh ist auch am Stissel. Einen wunderschönen. Wie gesagt, ich muss mal abends mal ein bisschen Päuschen machen, hier irgendwo rumstehen, weil ich dann irgendwas gucken muss. Oh, okay. So, ich hoffe, es läuft bei euch. Das ist ja mit dem sächsischen Dialekt, ich krieg das nicht mehr hin. Ich muss das wieder ein bisschen mehr üben, du. Also die ganze Zeit da drinnen zu bleiben. Denn auch noch mit der raurigen Stimme, das ist aber belastend, ey. So, wen haben wir denn? Um Gottes Willen, haben wir ja noch Zeit heute hier. Was? Also. Okay, ob das so soll? Das soll so, ja. Miss Nova Lilith McKaylee, bitte zu Schalter 3. Wenn die Einreise endet, dann wenn alle durch sind. Miss McKaylee, bitte. Monsieur Ryan Fox, bitte an Schalter 1. Ryan Fox, Schalter 1, bitte. Weil es kommen und gehen ja Leute, ne? Die ganze Zeit. Ich bin Trainer und Fitnesscoach. Alex Mossen, danke. Es befindet sich hier ein Herr Chambers. Brüllt schon wieder rum, ne? Er brüllt rum, als wenn, ne, kein Morgen gibt. Mal nebenbei ein paar Fotos machen. Einfach die Hand weg. Er hat mir einfach nicht die Hand gegeben. Guck später nochmal ein. Einreise ist nichts für mich. Das ist gar nicht schlimm. Mach das einfach. Das ist nicht schlimm. Das passiert halt. Es gibt halt Leute, die haben Bock auf sowas. Es gibt Leute, die haben halt keinen Bock auf sowas. Sehr schön. So, gerade ist wieder ein bisschen ruhiger, aber da hinten kommen anscheinend schon wieder die nächsten. Zumindest sieht das optisch so aus. Da schauen wir mal.
Es ist unklar, wann die Einreise zu Ende ist. Also im Normalfall, die hat heute angefangen, jetzt muss ich überlegen, um 16 Uhr, im Normalfall 2,5 Stunden, 18, 18.30, 19 Uhr so ungefähr. Gibt es auch eine nicht legale? Ja, es gibt eine illegale Einreise. Ja. Die war jetzt gewesen am, jetzt muss ich überlegen, am Freitag war die tatsächlich. Am Freitag gab es eine illegale Einreise. Tatsächlich, ja. Da bin ich aber leider kein Schauspieler. Ich glaube, das machen tatsächlich nur Teamler, wenn ich da richtig informiert bin. Bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Also ich kann euch das jetzt nicht hundertprozentig sagen. Also ob man als normaler Spieler, so wie wir jetzt hier als Schauspieler, dürfen wir ja dran teilnehmen. Also mit Schauspielcharaktere. Da ist man halt im Bereich Flughafen halt nebenbei mit tätig. So. Das ist ja, wie gesagt, das, warum ich das mache, ist ja eigentlich, um das Team so ein bisschen zu supporten. Weil ich halt gerne auf Lucky spiele und so weiter und so fort. Was die illegale Einreise angeht, weiß ich halt nicht, inwiefern man da als normaler Schauspieler oder als normaler Spieler quasi mit aktiv sein kann. Ich hatte das gerade in meinem Stream gesehen, und zwar bei Jinzo im Stream wurde das gezeigt. Kann ich euch gleich ein bisschen muss ich mal gucken, ob ich den jetzt gerade so schnell finde. Kann ich euch auf jeden Fall mal, also der müsste auch das VOD dazu haben, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Schicke ich euch einen Link, einen Moment, da bin ich ja Kumpel, ne? Und zwar ist es denn hier, bei diesem jungen Mann, lass da ruhig ein Follow da. Ich will dich ja supporten, nicht andere. Achso, ja gut. Wer weiß, ne? Also ich habe da mal bei der einen oder anderen Stelle nachgefragt, dass ich da oder Bescheid gesagt, dass ich da Interesse habe. Keine Ahnung, vielleicht kommt daraus etwas zustande. Aber das haben wir halt nicht zu entscheiden, ne? Da müssen wir uns dem fügen, was da auch kommen mag. So, ich muss den mal jetzt ein bisschen schräg hinstellen hier. So, so, so. Das sieht auch gut aus, ja. Kann man da auch mal ein Picture machen. So einfach random. Das sind eigentlich die coolsten Bilder. So, da, da, da. Ey, ist richtig viel aus. Das sieht so verteilt aus mittlerweile. Das ist echt crazy shit. So, jetzt muss ich noch mal kurz nachlesen. Fenster. Peng Peng und so, ja. Ganz simpel. Ja, zwei aus den Staaten, ja, die haben ja nicht so lange. Soll ich körperlich mal gearbeitet? Soll ich mal. Die kommen ganz, ganz frisch. Handwerker, also Mechaniker haben mal so richtig was gemacht im Leben, haben sie noch nicht, oder was? Also, tatsächlich noch nicht. Ich sag mal so, mein Papa hat auch gerne mal ein bisschen an Autos rumgeschraubt. Aber viel Erfahrung dazu habe ich eigentlich gar nicht. Er hat mir mal gesagt, schraub das mal fest oder schraub dies mal fest, dann habe ich das natürlich getan. Aber ich denke mal, wenn mir einer sagen würde, bau mal einen Schrank auf, würde ich den, glaube ich, komplett verkehrt herum aufbauen. Ja, also so handwerklich bin ich auf jeden Fall nicht begabt. Ja, so ein Büro, ja? Also so richtig arbeiten, hinsichtlich, ja? Nee, nee. Jugend, ne? Die Alten müssen schuften, wenn sie jung, können alle schön, ja, so ist das. Ah, ja. Und bei dir alles fit? Na klar. Das hört man gerne. Mach's mal eine Ruhe. Ja, 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 Mensch. Das klingt wie der Preston Outlaws. Okay. Wie heißen Sie? Micha können Sie mich nennen. Micha, okay.
Freut mich, Sie kennen es. Aber auch beruhigend die Aussicht im Video. Ja, ja, ne, klar. Drüben gibt es sogar eine Satellitenschüssel. Auf der anderen Seite habe ich gesehen, vorhin. Du siehst sogar ein bisschen Strand. Ja, geil. Im England da drüber. Das ist auch, ja. Ne, ne. Ein Träumchen ist das, ja. Ja, 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 also so. Übertragen hier so Football Games und so. Eigentlich kann man sein, ich mache sehr gerne Sport. Ja. Könnte ja sein, vielleicht soll man mal fragen, ob die irgendwo Fernseher haben, wenn es länger dauert. Ja, ich glaube, da mache ich mal. Der ist so eine Sportskanone. Ja, gut, ja, also ich bin auf jeden Fall einer, der gerne mal morgens aufsteht und mal eine Runde joggen geht. Ja, ist bei mir ähnlich, ich muss ja auf Berlin warten, ja, der ist nach Berlin. Aber dazu muss ich auch gerne mal Party machen, gerne, ne? Ja, das ist ja schlimm. Party, also auch, denke ich, auch mal ein Bierchen, ja? Ja, Mensch. Ja, man hat es nicht leicht, nur aber leicht hat es eigentlich. Ja, so, wir haben ja Zeit. Naja, gut, so viel haben wir nicht mehr, ne? Ja, sonst so. Wie alt bist du? Ich bin 52, Junge. Gerade spannend. Ja, 66. 66? Ja, klar. Ja, ich habe auch so einige Dinge. 66, ja, acht Tage. Ja, aber darüber spreche ich nicht so gerne. Darf ich aber auch. Unangenehm. Ja, ja. Einfach viel rauchen und saufen, dann passt das schon. Ja, ja. Das ist wie der falsche Ansatz hier. Viel rauchen und viel saufen. Nee, das ist genau richtig. Das ist das Beste, was man machen kann. Ja, wenn sie das sagen, ja. Ja, irgendwie muss doch Gefahr der Tod ja mal rankommen, wenn es so ist. Ja, eben. Arbeitender Mann, da kann man sich das mal ruhig gönnen. Verdient. Mein Arme, Isar wäre doch schon ja der Mein Arme. Ja, schon nicht schlecht. Scheiße, ich muss nach Berlin weiter fliegen. Da soll es regnen, hat eine gesagt. Die kommt aus Deutschland. Ach du Scheiße. Hab ich auch keine Nervdrüfte. Hab ich genug im Joghurt einen Regen und Schnee. Ja. Na, das ist nee, das muss nicht sein. Ist auch nicht so meins. Vielleicht sollte ich mir doch mal überlegen, hier mal bei, also mal irgendwie. Eigentlich könnte man da fragen, wie das was ist. Ja, wenn die Satellitenschüssel haben, haben die ja bestimmt Hotelzimmer oder was? Ne? Die haben doch bestimmt einen Fernseher. Ja, ja. Ja, frag mal nach. Du, mach ich mal. Ja, klar. Dann wieder voll. Wo musst denn du hin? In Kalifornien. Ach so, du bist direkt in die Sonne. Ja, klar. Müsst ins Casino irgendwo raus? Nee, Geschäfte nachgehen. Geschäfte? Ja. War lieber Investor, nicht weißt du? Was für ein Ding? Ja. Investor. Investor? Du siehst ja alles, wenn du in Pornofilme investierst. Das unter anderem auch, ja. Also, siehst du. Alles, was Geld abwirft, ja, klar. Was, wirft er so viel Geld ab, jetzt auch, ja? Ja, brauchst du eine gute Idee und dann passt das, ne? Ja. Ist das immer, läuft das alles immer noch über Kassettenrekorder, oder? Nee, irgendwie ist das alles hier, ich blick da auch nicht mehr durch, das ist irgendwie so ganz modern jetzt. Okay. Was mit Streaming oder so. Streaming? Ja, ja. Was ist denn das jetzt schon wieder? Vorhin hat irgendeiner was im Internet erzählt. Ich sag, was schon jetzt? Keine Ahnung. Ja, ich blick da auch nicht durch. Du, ich bin froh, dass ich ja mein Minztelefon hab noch irgendwo. Ja, verstehe ich. So, wenn das mit dem Flachweibe da drüben. Ich weiß nicht. Warum raucht er nicht? Und dann frag ich mal. Ich geh mal rein, ich brauch mal. Mama, warum rauchst du nicht, junger Mann? Sag mal. Wollt schon sagen, ja. Sag mal, du da. Ja. Ich hab da draußen, wenn ich mich da draußen auf dem Balkon stelle. Ja. Wenn ich da nach rechts gucke, da ist eine Satellitenschüssel. Habt ihr ja so Fernsehen oder was? Nein, natürlich nicht. Das ist ein Haus für Staatsbedienstete. Hier gibt es keinen unnötigen Luxus oder so etwas wie Fernseher. Ich bitte Sie, Sir. Es gibt keinen unnötigen Luxus, okay. Ja, hier ist alles strikt durchgeplant. Warum trägst du die Krawatte? Das ist kein unnötiger Luxus, das ist Dienstkleidung. Dienstkleidung? Eine gewisse Repräsentierbarkeit muss man zeigen können als, nun, als Diener des Staates. Sie können das gerne machen, wie Sie möchten, natürlich, wenn noch ein Schalter da ist. Das ist mir persönlich auch wichtig, dass ich repräsentabel bin. Sag mal, redest du immer so geschwollen oder was ist denn los bei dir? Gerne rüber. Es ist nur meine Höflichkeit. Ja, natürlich, Ihnen, natürlich. Ich diene Ihnen quasi, deswegen ist es höflich, dass ich zu Ihnen sauber und so spreche. Richtig. Du verwirrst mich. Wenn du jetzt irgendwie wärst, würdest du dem alten Mann helfen, draußen dort hier neben den
Mülleimer die Titel aufheben, sonst kriegst du mit dem Kreuze. Das wäre heftig. So diene ich jetzt also nicht. Warum sehen. Jetzt? Hast du doch gerade hier vorgeschlagen, oder nicht? Ich bin jetzt hier zur Kontrolle. Ein Kontrolldiener, oder was? Ja, das ist da. Also ich bin ein Staatsbediensteter. Also das wird nur zu viel. Das ist ja... Bin ich froh, dass es im Jürgen so eine Scheiße nicht gibt. Ihr dann dienen mal weiter. Und, ich diene. Einen schönen Tag, Sir. Ja, danke. Gleichfalls sage ich jetzt nicht. Ja, dann klimmer mal rum auf deinem Klavier da. Bis dann. Bis dann. Den kennen wir doch. Ey, schau mal, einer guck. Das geht vollkommen. Ja. Ja, immer offen sein, ne? Ja. Sag mal, Ethan, ich heiße, ne? Hallo. Guck mal, ich bin Geschäftsmann. Hast du vielleicht eine gute Idee, wo du sagst, boah, da, du schon wieder deine, da kann man richtig Geld mit deine, machen. Hütte hier vergessen? Ja, die hab ich da hingestellt. Muss noch mal raus, ja. Ja, nu. Irgendwo müsst ihr hinstellen, sonst fällt hier runter. Guck mal, wie tief das ist. Ja, aber neben den Mülleimer ist ja ekelhaft. Ja, klar. Wieso? Die war doch nicht im Mülleimer. Wie bitte? Die war doch nicht im Mülleimer, Junge. Mädel. Ja, aber da ist doch ein Aschenbecher drüber. Das ist doch ekelhaft. Ja, aber deswegen stand die ja daneben und hier drin. Ja. Ich sehe das ein bisschen anders, aber ist in Ordnung. Ja, scheine Brille auf. Also meinst du, ich soll... Ja, wer sind Sie? Wie ist denn hier alles? Eigentlich müsste ich mal was lernen. So könnt ihr ja mal aus der Sonne gehen, dass ein alter Mann mal scheiße ist, kann, oder? Wie bitte? Ob ihr mal aus der Sonne gehen könnt, dass ein alter Mann auf scheiße ist, kann. Ich habe vernommen, dass Sie heute hier noch aufgerufen werden möchten. Wie, du hast das vernommen? Wenn Sie noch aufgerufen werden möchten, dann würde ich Ihnen empfehlen, ein bisschen respektvoller gegenüber mir zu sein. Ja, Junge, dann schwing deinen Arsch weg. Soll ich noch respektvoller werden, oder? Also ich muss kacken, Junge, jetzt mal. Du bist ja kein Unglück hier am Ross. Ja, bitte beruhigen Sie sich. Ich bin beruhigt. Ja noch... Genau, wunderbar. Dann bleiben Sie auch einfach genauso ruhig und gehen einfach an uns vorbei. Oh. Auf die da Toilette. Ist ein Zaun, oder nicht? Edwards, bitte aber einmal zu Schalter 4. Das schaffen Sie. Oh, Mensch, gerade gesehen, die Legende. Dann schön da noch. Gerade noch so durchgesneakt. So. Oh, das ist ja. Was ist denn das für ein Luxus hier auf dem Scheiße? Das kannst du ja kein Wort sehen. Da kann man kurz schiffen gehen. Oh, mein Gott. Wo ist denn jetzt hier was hier? Schwer blöde. Stell mich jetzt einfach hier her. So. Warte mal, eigentlich müsste ich jetzt. Ich mach jetzt mal. Ich versuche mal jetzt was Witziges zu machen, wenn ich wiederkomme. So. So, mal kurz kacken. Also, ja, ich bin kurz Bibi machen, bin sofort wieder da.
Josiah McVain, bitte zu Schalter 3. Josiah McVain. Sind wir wieder? Sehr schön. So. Der Flynn vergisst nämlich jetzt leider seine Hose wieder hochzuziehen. Oh, der ist ja schon ein bisschen älter, war. So. Warte mal, ich muss mal kurz was übergucken. Strecken, macht der da was? Ja. Hintreibt, das weiß ich noch tatsächlich gar nicht. Ich, Keine Stimme. Es ist besser, als in Detroit zu sein. Und, keine Ahnung. Vielleicht was mit Autos oder irgendwas. Hände schmutzig machen. Oder eine Justiz. Das ist... Wissen Sie, wenn Sie guten daher Tag. Kommen, wo es... Hatten Sie nicht eben noch eine Hose an? Geht, dann sagt Ach, Frau, was? An, was muss Sie bekommen? Wie also, jetzt? Entschuldigung, habe ich echt meine Schlüpper vergessen? Ich bin gleich wieder da. Verdammt, ich dachte, ich kann noch ein bisschen mehr machen, aber gut. So, schade. War viel zu schnell. In 2-3 Minuten können wir auch eigentlich wieder nach vorne. Vorwärts, um eure Gäste, haben sie früher gesagt, ne? Das müsst ihr euch merken. Langer Flug. Okay. Genau. Okay. So, können wir gucken nochmal hier, die Dinge sind. Da eine Satellitenschüssel und da eine Satellitenschüssel. Mucke läuft noch? Mucke läuft. Kann nur leise, perfekt. So. Was haben wir denn hier? Ey, es ist, was hier an Text durchgeht, wenn du mal kurz nicht da bist, das siehst du überhaupt nicht mehr durch. So, das ist fertig, das ist fertig. Was haben wir denn hier? Okay, diesen durch, diesen durch, diesen auch durch. Das ist durch. Was haben wir denn hier? Okay, schau mal. Ja, sie ist noch neu, sie ist noch motiviert, nicht? Mehr nahe Osten.
Ob ich denn mache? Ja, ich weiß, was Hummel ist. Das war ein bisschen zu flink. Nie zu den anderen, nicht, dass meiner versehentlich mitgenommen wird, weißt du? Ja. Deswegen habe ich auch meinen hier beleuchten. Du, Jane, was machst du hier? Also wahrscheinlich kein... Ich komme von Miami, ich fange jetzt hier was Neues an. Hm, und du? Okay. Ich mache Urlaub. Urlaub? Von wo? Wie gesagt, ich komme ja aus Deutschland, so. Und ich glaube, wo ich losgeflogen bin, dann war nur am Regnen. Es tut gerade gut, hier diesen Sonnenschein zu erleben. Ja, es ist halt hier drinnen halt schön kühl wie in der Klima, aber ich wenn du halt rausgehst... Ist nicht so einfach, ja. Ich wollte eigentlich mit meinem Bruder hierhin Urlaub machen, aber der liegt in der Männergruppe zu Hause. Oh je. Ich hoffe, dann wird er von den Eltern gepflegt oder halt seine Freundin? Ich glaube, seine Lady wird sich um ihn kümmern. Die Arme. Ja. Dann will ich mal hier. Eigentlich wollte ich kurz an dieses Mikrofon. Mit der Lady dann, ne, heiraten und so weiter tut. Oh, fuck. So ein Geschwister-Ding machen, weil. Der Ehe, da hat man nicht mehr so viel Zeit, so. Ja, dann, klar. Ja. Hey, aber nein, morgen, mal schauen. Ich wollte mir den Urlaub nicht erinnern, aber ich bin trotzdem geflogen. Ah, ich werde aufgerufen. Oh, merci beaucoup. Schalte rein. Ihr habt mich gefreut. Dann, ja, wünsche ich dir noch einen schönen Tag, ne? Jo, danke. Dir ebenfalls. Hakim Scott, hallo? Bitte zu Schalter 3. Hakim Scott zu Schalter 3. So. Jetzt kriegt er schon wieder Hunger, der Gräbe. Ich raste aus. Lesen wir mal, was ich am Buch. Bruce Wright. Entschuldigung. Nödler. Also ich wollte mich für mein harsches Verhalten noch ein bisschen entschuldigen. Ich glaube, das ist für Sie auch nicht leicht. Und alles Gute und so, ne? Was? Wo schlabert die? Was jetzt? Ist vorbei oder was? Nee. An ihrer Stelle würde ich mal, wie machen das die Europäer, die streiken dann? Was soll ich machen? Streiken. Haben sie die einfach Zigaretten die Arbeit wieder? Niederlegen. Hier, ja, bitte schön. Passt, ja. Grüße. Hallo, so, wollen Sie auch eine Zigarette? Und ich jetzt, ja, na klar, ich kriege gerne mal hin. Ja, wollen Sie, ich würde dir eine geben, also wirklich. So. Aber ich habe selber einen Zweifelfall. Ja, also, sie hat, dann gebe ich ihnen doch keine. Ich bin froh, wenn ich welche habe. Also, ich bin nicht so reich, wissen Sie, ich habe kein Geld und so.
Wie jetzt? Also ich wohne im Wald und hab Knete, also du nicht, Ross. Hakim Scott, bitte zu Schalter 4. Jetzt haben sie was angeleiert. Wie geleiert? Schmeckt sehr gut. Ich leiere gerne mal ein bisschen, aber bitte mal nicht zusammen. Ich leiere auch, aber der hat ein bisschen Bierchen getrunken, aber weil ich klingt jetzt schon so. Jetzt sage ich, Alkohol-Intus oder was? Du weißt sicher nicht, ob du hier schon gegen weggenibbelt hast. Aber ich weiß nicht, aber so mal so ein Bierchen. Nibbelt der hier gerne, oder? Oder die Dame, oder? Nur in der Freizeit, also wie am Abend. Was wollen Sie verteilen? Ich weiß nicht, was Sie verteilen. Ich verstehen, was das Wort Knüppeln waren. Nibbeln, was Neues schlurfen, was saufen. Also, Sie meinen etwas trinken? Genau, einfach eine Hülse nehmen, aufmachen, reinkippen. Das hört sich nach einem Plan an, wenn wir die Einreise bestehen. Was besteht? Hä? Naja, wenn man die Papiere bekommt, dann kann ja theoretisch immer noch abgewiesen werden. Also rein theoretisch. Hä, hey, wie jetzt? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, nicht verstehen. Naja, wir sind ja hier am Checkpoint, ne, am Flughafen. Vielleicht drücke ich mich auch etwas verkehrt aus. Und wenn Sie keine Einreisepapiere bekommen... Du fliegst du mal oder weißt du, so wie ich jetzt nach Berlin. In der Theorie, ja. Also wenn was Sie in der das Theorie? Land, Theorie wenn Sie das Land theoretisch hier nicht reinlässt, und dann wird ach das halt so, hier. Mensch, das ist ja nicht klar. So meine ich das. Tut mir leid, wenn ich mich etwas ungepflegt ausdrücke. Ungepflegt? Also stinken tust du schon mal nicht. Das ist schon mal ganz gut, Leute. Zwar, wie heißt du, Junge? Alexei Mischnev. Alexei Mischnev. Das klingt ja wie heißen die da drüben, ja? Wo du da wegkommst. Ich weiß nicht. Du musst doch wissen, wo du herkommst, Junge, sag mal. Hast du einen Klemper in den Zähnen oder im Kopf, oder? Russland, natürlich. Achso, da bin ich ja. Ich komme aus St. Petersburg. Aber St. Petersburg. Kennt das einer von euch? Wo muss ich denn sein? Nee, ich nicht wissen. Du nicht wissen. Ey, sorry. Das ist circa 50 Kilometer. Du hast ja nicht mal Semmeln. Was für ein Moskau? 54 Kilometer, ich kenne nur Meilen, also. Weiß nicht. Na gut, bei denen ist es vielleicht nicht Meilen. Wie viele Stunden seien Sie geflogen? Ja. Ich habe keine Ahnung, ich war noch nie in Russland. 11,5 Stunden. Wie 5? 11,5 Stunden circa. Der verwirrt mich, der kommt auch nicht von hier. Also. Wenn ich in Deutschland bin, geht es mir wahrscheinlich genauso. Alexei Borislav, bitte zu Schalter 3. Alexei Borislav zu Schalter 3. Oh, bist du das? Nein, ich bin Mischnev. Was, das ist verwirrend. Deswegen kam der Name mir so bekannt vor. Mit dem habe ich eben auch schon mal gesprochen. Oh, ist das verwirrend. Also ist hier gerade noch ein Landsmann quasi hier vor Ort. Das ist sehr schön. Ja, mit dem habe ich eben gesprochen. Wollt ihr jetzt eine Flagge aus oder was? Und wollt ihr jetzt hier oder was? Oder wollt ihr besetzen oder was? Habt ihr wo? Nein, nein, nein. Wir kommen in friedlichen Absichten. Mit friedlichen Absichten ist doch schön. Und was willst du denn hier mit friedlichen Absichten zu machen, wenn du hier bist? Oh, ich höre schon wieder ein Heli. Oh, guck mal da, Heli. Ich muss mal weiter. Wow. Oh, ja. Yeah. Oh, der holt dich jetzt nicht ab, oder? Ich, oder? Nee, Mischnev ja auch, wie er ist. Ich denke nicht. Ich hoffe nicht. Ich dem Ganzen nicht trauen. Ich wieder reingehen. Besser ist es. Ich will in der Tat hier mein neues Leben aufbauen. Ein neues Leben? Schauen, was... Ja, ein Neustart beginnen. Jeder Mensch kommt ja irgendwann mal an den Punkt, dass er nochmal was anderes machen möchte, als er zuvor gemacht hat. Und was hast du vorher gemacht? Ich war in der Immobilienbranche, in einem reinen Familienunternehmen. Nur leider haben sich mein Vater und ich etwas verstritten, weil wir da unterschiedliche Ansichten waren, wie die Unternehmensführung vonstatten gehen soll. Und da mein Vater ein sehr, ich sage mal, hohes Tier ist in Russland, also weitläufige, flächendeckende Unternehmen hat,
habe ich mir gedacht, ich wandere lieber aus. Das ist, wäre das Bessere. Sonst wird man immer miteinander in Verbindung gebracht. Verstehe ich jetzt nicht. Wie in Verbindung? Also wenn du jetzt dort was machen würdest, würden die alle sagen, das liegt an dem Alten oder was? Naja, man kennt mich. Man kennt das Unternehmen meines Vaters. Und ich würde da nie frei sein in meiner eigenen Bestimmung, weil das würde immer auf mich zurückfallen, beziehungsweise auf meinen Vater zurückfallen. Nicht klar, ich verstehe, ja. Da komplett abgrenzen. Ja, wie willst du das jetzt machen, weil du jetzt hier bist oder was? Was willst du da jetzt hier machen? Ja gut. Aber kein Hausmeisterdienst aufmachen, oder? Also wenn du den hier rechts neben mir abziehst, sehe ich dich ab, der. Ja, wenn du den Job wegnimmst, mein Freund, dann fliegst du über die Gelande hier. Das hatte ich nicht vor. Ich komm, ich lausche. Vielleicht kannst du ja noch einen Rat mitgeben. Fürs Leben. Ich komme definitiv in friedlichen Absichten. Nee, was du da jetzt machen willst? Da, Mensch, Junge, jetzt also, komm doch mal ein bisschen raus. Also, welches Geschäft du? Also. Ja, theoretisch ein Immobiliengeschäft könnte ich machen. Das will ich mir aber eher in der Rückhand aufheben. Also ich wollte als Kind schon immer mal Polizist eigentlich werden. Vielleicht habe ich hier Möglichkeiten. Ach so, ich dachte, ich jetzt schon Gastronomie aufmachen. Du hast doch mal viele Ideen. Das weiß ich noch nicht. Also man hat viele Unternehmen. Ich habe die Ausbildung dazu. Ich kann gucken, wie ich es dann umsetze. Aber ich möchte erst mal hier ankommen. Das wäre, ich glaube, der wichtigste Aspekt. Na klar, das ist halt so, oder? Ist das bei dir auch so gewesen, Hausmeister? Das genau. Ja, ja, ankommen und gucken und dann. Ey, ich habe direkt gearbeitet, irgendeinen Scheißdreck gemacht. Also. Ja. Anfang an. Immer nur arbeiten. Vielleicht hättest du ja mal Ziele setzen sollen mit der Typ da. Wenn die mal alles nur für ein bisschen Korn raus schmeißen, ein bisschen Wodka und so. Ein bisschen Bierchen, ein bisschen Zigaretten und mehr. Für mehr reicht's ja fast nicht mehr, ne? Ja, stimmt. Und Sie sind Hausmeister. Ja, ich weiß nicht, oder? Also, ja, halt. Ich weiß, ich ja, aber nicht er, also, also. Mit der Matratze, das ist er, anscheinend. Hab ich vorhin zumindest mit dem Besen gesehen. Ist doch ein sehr ehrenvoller Job. Man kann. Haben Sie die Zigarette eigentlich auf den Boden geschmissen und haben Sie dann hinter Ihnen reingepackt? Oh, das ist der Moment, wo ich gehen sollte. Wenn Sie jetzt auf den Boden geschmissen haben, nehmen Sie ganz schnell wieder auf, sonst nicht. Ein bisschen verwirrend gewesen hier gerade, weil wir mehrere mit dem Namen hatten. Tatsächlich. Ist irgendwie sehr witzig. So. Jetzt kriegt er schon wieder Durst, ich raste aus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Haben gemacht, gut alle, bis jetzt. Das Schöne ist, ich kann wieder nebenbei essen. Perfekt. Wie ist denn das jetzt hier? Ja. Träumchen! Können wir alle mal aufwachen, oder?
Werd mal wieder ein bisschen wach hier, Leute. Pass mal auf, ich hab da was. So, bis der nächste Schwung kommt. Dann kommt der nächste Schwung, okay. Hallo. Hallo, oh, was für eine Aussicht. Na, sag ich auch mal, es sieht echt gut aus, ja, ne? Hallo, ja. Hallöchen. Ja, von hier sieht man auch richtig, wie groß der Flughafen eigentlich ist. Von der anderen Seite siehst du noch mehr, siehst du die Satellitenschüssel, dann siehst du gerade Berge und den Strand und so. Ne, ja, der Strand ist richtig schön, die andere Seite ist viel schöner. Der ist sehr scheiße. Oh. Oh, auf den Strand, also da habe ich ja schon gehört, dass der richtig toll sein soll, da freue ich mich. Na, ist ja. Das, ey. Hoffentlich hält sich das Wetter jetzt die Tage. Du siehst auf jeden Fall gut aus, ne? Mhm. Ich bin zwar nicht oft hier, aber bisher hatte ich immer eigentlich ganz schönes Wetter. Bis auf einmal. Okay. Ja, ab und zu kommt halt Regen, das ist normal, ne? Wie heißt du denn? Das ich bin Millie. Millie Kennedy, hallo. Und du? Millie, ich bin Emily. Hallo Emily, schön dich kennenzulernen. Und was treibt dich so hierher? Ja, was mich wirklich hierher treibt, ist eine längere Geschichte. Ich befürchte, ich glaube, mein leiblicher Vater kommt von hier oder hat hier vielleicht mal gelebt. Okay. Ich möchte der Zeitpunkt, wo ich gehen soll, ich stehe da noch. Gucken, ob ich Spuren von ihm finde. Ja, ich würde es nicht alleine hier rumstehen lassen. Und sag mal, hat er seine Schnupper verloren oder was? Das hängt ganz schön durch, die Buchse, oder? Ja, ich muss mir was Gemütliches anziehen. Wie, weil sie lang genug hinter mir. Das stimmt. Oh, wo kommt's denn? Wo kommen sie denn her? Aus Boston. Ah, das ist doch gar nicht so ein langer Flug. Ja, aber... Aus Boston? Ich nicht mehr so lange sitzen muss. Ich glaube, Boston hat er gesagt. Ach, Boston. Also genau. Aus den Staaten schön, ja? Ja, ja. Ach, ich hab's falsch verstanden. Hab's bitte mit den Ohren noch, schließlich. Nuschel haben sie mal bitte. Ach so. Na, mal Füße waschen, ne? Ja, das hilft auch nicht mehr bei Meiser. Ah, immer alles aufs Alter schieben. Das ist ja nur da. Nur, ne? Aus Boston. Ach, Hörgerät. Wie Hörgerät. Also ich lebe im Wald, ich höre genug. Also. So. Genau. Oh, was treibt sie her aus Boston? Ich arbeite als Mixing- und Mastering-Engineer. Und, Entschuldigung, halt was? Als Mixing- und Mastering-Engineer. Okay, du bastelst also Mixer zusammen, oder was? Nee. Bitte zu Schalter 2. Oh. Ich produziere für Bands und Musiker, Alben, Singles und so weiter und so fort, Hörbücher. Genau. Und, Also früher und selbst schon haben sie das Produzent genannt. Ja, genau. Früher hat man das Produzent genannt. Können sie wahrscheinlich mehr mit anfangen. Nur klar. Früher ist es auch Hausmeister, heute heißt es ja dieses Facility Management. Ja, und da sind die auch echt hinterher, dass das auch jeder so weiß, dass das kein Hausmeister ist. Und welche Richtung? So Hörbücher und so? Klingt ja total spannend. Alles Mögliche. Also alles, was an Kunden ankommt,
Das Problem war halt in Boston, da hatte ich halt ein kleines Klientel und ich habe halt die Hoffnung, dass ich hier in Los Santos mir ein bisschen was Größeres aufbauen kann. Deswegen auch jetzt der Umzug nach Los Santos. Okay, ist Boston so eine kleine Stadt, dass da nur so wenig Leute zuhören? Nee, das nicht, aber die Künstler sind hier einfach, hier gibt es einfach größere Künstler, für die man dann arbeiten kann. Wo man natürlich dann auch mehr Geld verdient. Im logischen Sinne. Okay, da muss man aber auch erstmal rankommen, ne? Das stimmt. Haben Sie einen Plan B? Müsst ihr seinen Namen mal vielleicht mal aufschreiben, Rose? Dann kannst du dich ja mal melden. Vielleicht hast du ja Talente. Achso, das stimmt. Ja, genau. Ja, ich heiße Patrick. Sie heißen Patrick? Genau, Patrick Tami. Okay, ich bin Ingrid Zorodotier. Ich war Bjarne Nielsen, bitte zu Schalter 3. Ja, Bjarne Nielsen, genau. Bitte. Das heißt, ich werde da mal schauen, ob man irgendwann mal ihren... Aber ich bin hier nur zum Urlaub. Ich will hier gar nicht arbeiten. So, nur zum Urlaub? Ja, ja, ein bisschen ausspannen, Strände genießen. Gut, Patrick, und ja, ich lasse euch später mal reden. Ja, ihr macht das schön. Aber keine Pornos drehen, oder so. Nee, Pornos im Hörbuch? ASMR-Pornos? Was für ein Zeug? Das wäre doch mal was. Oh Gott, das muss ich aber echt lösen, ja. Ja. Vielleicht kann man damit viel Geld. Ob ich jetzt, ich darf theoretisch das machen. Damit nichts wird, haben Sie einen Plan B? Also, darf ich noch mal kurz hier zwischenstören? Ja, natürlich. Ich will gleich in Ruhe. Und das Problem ist halt bei mir im Alter. Guck mal hier, ich gebe dir mal die Schachtel. Kannst du mir mal Kippchen rausgeben, bitte? Also, ich habe Gicht und das ist ein bisschen schwierig. Ja, einen Moment. Ich muss warten, bis ich bei meiner Tochter bin. Die gibt mir ein bisschen Quittenmarmelade. Quittenmarmelade? Quittengelee, Quittenmarmelade hilft gut gegen Gicht. Ich kann das selber nicht mehr machen, die Früchte sind zu hart. Die musst du dann irgendwie aufrubbeln und die haben sehr Fell drum. Lange Geschichte. Das ist so im Alter. Hier, bitteschön. Wie jetzt? Warum schmeißt du den Scheiß auf den Boden, sag mal, Junge? Das kannst du doch nicht machen. Ja, müssen die Facility Manager das nachher noch aufräumen? Ja. Er hat doch Gicht. Ja, Junge, wie soll ich denn das jetzt machen? Ihr Schallträger, alles gut bei dir? Willst du da mal mithelfen kurz? Ich glaube, sie stehen da auf einer von den Zigaretten. Moment, ich stehe auf einer. Haben sie schon mal eine? Ja. Ach. Eine gehe ich ganz gut. Ich mich da jetzt aber nicht runter. Sie sind sehr sportlich. Hier haben sie die andere. Tut mir leid. Das ist gar kein Problem, danke. Okay, dann müssen wir mal den Facility Management Menschen hier rufen, oder? Dass er die ganzen zertrampelten Kippen hier aufhebt. Das ist ja nicht der. Ja, das ist ein bisschen Dabak hier, das ist ja. Nee, aber was ist denn hier die Putzkraft? Die muss doch irgendwas sein. Ja. Boah, gute Frage. Du, vielleicht nimmst du einfach deine Schale und schmeißt sie auf den Boden, kannst du auch wegwischen. Ja, dann wisch wir doch. Jupp, ciao. Also, danke. Ja, kein Problem. Ja. Was ist mit der Mucke jetzt? Mucke aus oder was? Was ist denn jetzt hier? Was ist denn mit der Musik heute? Ja, ja, ja. So, komm, ja, ja. Oh, komm, hier hab ich Bock drauf. Lass laufen. Ich muss mal kurz was machen. Wo ist jetzt hier? Ich hab schon drei riesen Bildschirme, das reicht trotzdem nicht. Wo ist das jetzt? Da ist es. Foto, Foto. Ja, perfekt, danke. So, ich muss mal kurz das da reinmachen. Einen Moment, Leute. Ihr seid jetzt auch wieder bei euch. Wo ist es jetzt? Da ist es. So.
Josie Estelle Kingston, bitte zu Schalter 4. Wir haben aber auch einen Namen, ne? Ist auch weiter bei dir, Mensch, Mädel, Junge. Triggern. Ich war hier noch nie. Wo ist eigentlich der Hausmeister? Weil ihr redet alle vom armen Hausmeister, aber... Obwohl, ja doch, ich sehe ihn. Das ist so wie bei Bloody Mary. Ich glaube, da hat Alexei. Weil ich sagen muss, es heute nicht alle Damen anscheinend. Von dem, was ich bisher so mitbekommen habe. Aber manchmal kommen auch viele ein bisschen später tatsächlich. Passiert halt auch mal.
Miss Haley Chambers, Schalter 1. Merci. Haley Chambers, Schalter 1. Patrick Tarmy, bitte zu Schalter 3. Mr. Patrick Tarmy, bitte. So, Chat. Dann sind wir wieder am Start. Und ihr macht jetzt hier irgendwie was klar, oder wie sie jetzt hier aus, also wie hier rumsitzt. Ist ich warte. Wir warten. Wen halt. Jetzt auf dem Bus, oder? Nee, nein. Aus dem kann ich ja nicht mal rauswinken. Ja, ich hoffe, das klappt irgendwann. Ja, das hoffe ich auch. Ja, bitte, Leute. Willst du denn aus dem Bus winken? Er hat gesagt, ich bin zu dumm, um aus dem Bus zu winken. Ach so. Ich kann ja nicht dafür, das hat sie ja selber festgestellt. Nee, wir haben uns halt nur missverstanden. Ach so, das kann natürlich auch sein. Wie kann man sich denn da missverstehen? Naja, ich dachte, aus dem Bus rauswinken, habe ich gesagt, das wird schwierig, weil die Fenster da immer zu sind. Dann hat er gesagt, ja, du sollst doch einfach nur von drinnen aus dem Fenster rauswinken. Achtung, ach so. Eine Information. Bitte die linke Kabine in der Toilette nicht benutzen. Die linke Kabine ist nicht benutzbar. Die Sperrung ist defekt. Vielen Dank. Wer hat denn was getan? Ich war vorhin kacken. Bestimmt der Sportler. Oder in du? In der linken Kabine? Ich war in der linken, aber der hat ja nicht gesagt, welche.
Doch, linke, hat er gesagt. Ja, es gibt viele linke Kabinen. Da gibt es drei oder vier. Ich glaube, da fragt der Hausmeister schon nach. Wir hatten die Durchsage gemacht. Die 2. Ja, Schalter 2. Alter 2a. Okay. Willst du mal hingehen, oder? Nö, ich glaube, der Hausmeister fragt jetzt schon. Ja, gut, ist die Frage, jetzt die komplette linke Seite nicht, oder? Ich weiß nicht, ich kann sein, dass ich meine Schlüppel mit runtergespült habe, oder? Ich weiß es nicht. Oder deine Hose. Nee, die hab ich ja wieder rein. Die hab ich nur vergessen. Ja, warum hast du die denn überhaupt vergessen? Du, das ist im Alter so. Das ist, also, du wirst es selber merken. Du hast deine Hose vergessen? Ja, ich hab die vorne ausgezogen, also runtergezogen. Und dann bin ich halt, also, dann hab ich vergessen, die wieder hochzuziehen, weil ich so einen Gedanken mache. Oh. Okay. Ja, nö. Jetzt hab ich irgendwie Angst, dass ich keine Schlüppel an habe. Ich weiß gerade nicht. Oh, ich würde noch mal gucken gehen. Nee, da gehe ich jetzt lieber nicht mehr reingucken. Nee, das ist ja jetzt das Problem gerade da. Ja. Okay. Das tut mir auch echt leid für Sie. Du, das wird dir auch so gehen. Gerade bei so einer Hose wie du da an hast, so eine Flabberlückhose. Wenn du mal alt bist, du kriegst also das gar nicht mehr mit. Ich vergesse nicht, meine Hose wieder anzuziehen. Nee, du wirst gar nicht mitkriegen, ob du die anhast oder nicht. Weil ne, die ist ja nicht so eng wie die hier. Selbst ich habe das mit der engen Buchse ja auch schon mitgekriegt. Also nicht mehr mitgekriegt. Naja, oder ich bin halt einfach nicht so verstreut im Alter. Nee, das habe ich schon nicht. Guck mal, welche linke Kabine das ist und warum. Um Gottes Willen. Ich komme mit. Ich hoffe, die sagen jetzt nicht die erste. Lass mich nicht alleine. Nee, ich bin doch noch hier. Ja, das meine ich doch. Oh Gott, Scotty, ich liebe sie. Luisa übrigens, ne? Das ist eine absolut coole, coole Pillerin. Das ist die von Patty's Eis, für die, die es nicht wissen. Oh Gott, die fragen jetzt wirklich noch. Jetzt mache ich mir echt Sorgen, also wenn das meine Tochter erfährt. Oh Gott, im Himmel. Ja, das wäre schon peinlich, ne? Der kann mir auch nicht mehr weiterhelfen, glaube ich. Dann wäre ich lieber zu blöd, um aus dem Bus zu winken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, siehste? Ich meine, ich kann das ja immerhin vielleicht noch lernen. Ja, das hoffe ich. Das musst du bestimmt. Du bist ja nicht auf den Kopf gefallen anscheinend. Ich frage mich nur, wofür man das braucht. Das wirst du im Leben dann schon mitkriegen. Ja, gut. Die raucht doch einen auch heimlich, oder? So wie die, du machst das ist die letzte auf der linken Seite. Oh Gott, zum Glück ist es nicht meine Schlauer gewesen. Da habe ich sogar doch nein. Was? Ich hatte Sorge, dass es meine Schlüpper ist, die da irgendwie was verstopft. Also hast du wirklich keinen Schlüpper an? Doch, habe ich ja anscheinend, weil ich habe ja nicht verstopft. Also von daher kann es ja sein. Ich würde noch mal kontrollieren gehen. Du willst doch nur anfassen, jetzt hör auf. Ich will... Nein! Ich will doch dir nicht mithelfen zu gucken. Ja, wer ist das? Hm. Jetzt guck nicht so zornig. Auch nicht würde ich gucken, wenn ich so mache. Kann man voll ernst nehmen, ne? Ja, Ernst Thälmann. Hab schon mal im Geschichtsunterricht gehabt irgendwann. War einer, der hat irgendwelche Bücher geschrieben über Kommunismus. Genau, die aus Kuba und so. Ah. Sind die alle teilen? Naja, gut, sind alle gleich, sagen sie. Problem, es gibt halt welche, die sind halt gleicher, ne? Das ist halt wie so, das ist halt immer so. Deswegen wohne ich ja auch im Wald, ne? Elfen? Wie Elfen? Die gibt's nicht. Das ist Bullshit. Hab ich noch nie gesehen. Aber Wölfe und Bären und so. Bären bringen schöne Set und so. Kommst du gut über den Winter mit. Ah, okay. Kannst du Kerzen draus machen? Kerzen? Naja, mehr oder weniger. So. Also du kannst das kannst das ein bisschen aufheben, ein bisschen rühren und dann wird das eine Flüssigkeit raus. Und wenn du ein bisschen warm machst, dann kannst du dann hier irgendwie so Stofffetzen reinmachen und dann kannst du das hier wie so eine Fackel benutzen. Ne? Das sprengt ganz gut, nicht wahr? Ne, ne, das macht man alles Bärfett quasi. Bärfett? Zum Beispiel. Kannst du auch zum Braten nehmen. Miebe. Ich nehme doch kein Bärenfett zum Braten. Ne, Junge, wenn du im Wald leben würdest, würdest du das machen. Na gut, aber. Ich glaube, das habe ich nicht nötig, hoffentlich. Und hat jemand zurückgewunken? Bitte? Hat jemand zurückgewunken? Nee, ich habe ja nicht gewunken. Oh ja.
Na, wink doch mal, da vorne stehen welche. Warum sollte ich denen denn winken? Na, vielleicht winkt jemand zurück. Kannst du denen das dann kommen die und fragen, ob ich noch ganz sauber bin oder so. Da, warum wollen sie denn die Dame jetzt hier so verarschen? Ja, das macht er schon die ganze Zeit. Also, nachdem er dachte, ich wäre seine Tochter. Du riechst sauber, also von daher. Also. Ja, du stinkst sie riecht auch. Wie ihre Tochter? Nein, die riecht sauber. Mensch, versuch die Scheiße nochmal, ja. Ach so. Ich riech sauber? Ja. Ja, dann war ich das ja eben doch nicht mit dem Schweißgeruch. Jetzt ist ja der Sportler. Ja, Gott sei Dank. Ja, gut, also ich bin da ein bisschen also nicht so empfindlich. Vielleicht liegt es da rein. Ja, oder ich rieche einfach gut. Können wir bei bleiben, ist in Ordnung. Okay. Ja. Wie man es nimmt, ne? Ja. Ja. Also, ich als 52-Jähriger sollte mich jetzt hier raushalten bei drei Fragen. Besser ist das. Danke, schön, dass ihr euch einig seid. Ja. Sag mal, was machen die jetzt? Machen die ein Antreten oder was? Was? Sieht schon ein bisschen bedrohlich aus, wie die da stehen, ne? Wir machen jetzt einen Anstarrwettbewerb, wer als erstes wegguckt. Meine Frage hier. Nö, klar, Frage. Hat jemand versucht, seine Unterhose runterzuspülen? Keine Ahnung, noch nicht gehört werden. Hm. Ja, was haben sie mir denn erzählt? Also. Weiß ja nicht, ne? Also. Jetzt gibt das doch Lady zu, dass du das gemacht hast. Vortreten. Jetzt gibt's bestimmt eine Schlupperkontrolle. Die man überall reinfassen. Was? Die Lady mit den Flipflops einmal vortreten, ja? Vor dich jetzt, oder? Nee, dass du umfällst. Möchtest du jetzt Ärger? Nee, ich hab ihn gefunden. Er steht. Er steht hier drüben. Ja, ich überlasse sie wieder ihrer Arbeit. Also ich bitte mal die anderen Personen mal kurz 2 Meter mehr Abstand zu nehmen, ja? Bitte ein bisschen mehr Abstand, einmal Abstand. Eigentlich ist hier los. Wenn du wisst, wer die Unterhose runtergespült hat. Also. Niemand schaut die Unterwäsche an. Dann legen Sie meine Koffer hier hin, ja? Das ist unfreundlich. Kinder, Tiere, Drogen, was ähnliches. Tiere? Ja, weiß ich. Was ist? Ja, ich muss die Scheiße wieder rausfischen. Was haben wir denn hier? Ich will es auch sehen. Was? Die Unterhose? Oh. Ja, dann sagen Sie mir, was wir wegschauen. Augen zu. Wie? Gut. Ich will schon gar nicht, ich will gar nicht sehen. Jetzt an. Ich schau es doch nicht an. Was ist es denn mehr? Jetzt fummelt der jetzt wirklich auch noch schlimmer rum. Nun. Ja, trotzdem. Das suchen wir nicht. Das. Okay. Wer ist das? Marihuana. Was ist es dann? Das erklärt einiges. Aha. Na, hör mal. Wenn ich jetzt sagen würde, dass ihr jetzt alle gleich klatschen sollt, würdet ihr es tun? Was? Klar. Wenn sie Liegestütze machen, ja. Erst wenn ihr alle synchron geklatscht habt. Kannst du winken, sag mal, Mädel, oder was auch. Die Lady den Koffer wieder bekommt, dann einmal Applaus bitte für sie. Na, vielleicht denkst du einfach. Weil sie es geschafft hat, ihren Schlipper nicht runterzuspülen. Oder so. Ja, der hängt wahrscheinlich noch fest, deswegen ist. Ah, oh Gott, zeig ich die Scheiße. Oh, ne. Das wird ja wieder ein Spaß. Scheiße rumwühlen. Super. Komm. Sind wir zufrieden mit dem Koffer? Ja, ist aber in Ordnung. Ist trotzdem kein Träumchen. Ja, dann können wir jetzt klatschen. Einmal Applaus für die Lady. Herzlichen Glückwunsch. Der Koffer ist sauber. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, bitte einmal klatschen. Gut, dann nehmen Sie mal Ihren Koffer wieder mit. Ach was. So, wer muss jetzt als nächstes? Oh, bitte nicht. Ich will das nicht so euch. Niemand, nein, niemand muss meinen Koffer sehen. Absolut nicht. Aha, was hast du denn da? Verstecken Sie auch was, Matt? Also, ich würde hier mal hier rausnehmen. Also, ich habe überhaupt keinen Koffer. Also. Welche mir meint? Ja, ich meine Sie. Und das ist ja unser Lieblingswachmann, Pia Chapman. Wunderbar. Ich dachte nicht, dass der so
schnell aufgibt. Gott sei Dank. Wie sind Sie? Dieser Wachmann hat einen wunderschönen Vornamen, der heißt Pia. Und der ließ sich richtig leicht abwimmeln. Macht mir Angst. Weißt du, du musst eigentlich nur so stehen wie die Security. Warum steht er jetzt da drüben? Na, dann komm ich doch mit. Das wird ein Showdown. Wer ist das? Seien Sie artig, durch meinen Besen. Hier, Dame, die ist eine große Klappe gab. Sie, ja? Tschüss. Das ist die beste Dame, ja. Mich ja so leicht abschütteln lassen. Ja, was soll denn das bedeuten? Was, wovon reden Sie denn? Ich schüttle auch ab und zu, bei mir dauert es länger mit Schütteln. Ich weiß nicht, wovon Sie reden, also wirklich nicht. Sie wissen nicht, wovon ich rede, ja? Gut, dann die Kollegen, dann nehmen Sie die Dame wieder mal fest, ja? Dann finden wir das doch raus. Laufen Sie. Super. Ich habe doch gar nichts gemacht. Nein, doch schon. Ja. Nein, ich habe gar nichts gemacht. Eine große Klappe bringt Ihr Leben gar nicht so viel, ja? Dann. Ich habe keine große Klappe, ich fahre voll nett zu Ihnen. Finden Sie das? Ja, absolut. Nur was sagen die anderen? War die Dame nett? Bitte was? Ja. War sie nett? Ja, sie war sehr nett. Na, ich weiß. Okay, ne, so, also. Aber nett ist die kleine Schwester von Scheiße, oder? Das ging, ja. Das ist schon korrekt. Also dann. Halten Sie bitte Ihr unqualifiziertes Maul, ja? Wie oh. Meinen Sie Ihres? Oh. Wunderbar. Ich hab Mutter gehört. Vielen Dank. Ich hab Mutter gehört, was? Ihre also Mutter beleidigt? Was zum Fick passiert hier gerade? Aber er hat eher das unqualifizierte Maul. Aus gegebenem Anlass bitten wir Sie, keine Unterhose in der Toilette herunterzuspülen. Vielen Dank. Denke ich, sagt mal jemand. Denke wirklich. Wer lang hat, kann lang hängen lassen. Wer zu lang hat, lässt Zeit schleifen. Oder spielt halt außerdem runter. Ist halt nochmal so. Ja, so sieht's aus. Ja, super. Vielleicht ist irgendwo was abgerissen bei irgendjemandem jetzt. Können die Kerle doch mal gucken. Abgerissen? Na, wenn er zu lang hatte. Was? Was? Ja, er hat einfach mal hängen lassen, ne? Teilen die sich denn jetzt? Oh Gott, ich gehe jetzt hier raus, das ist mir too much. Oh, wenn ihr das sehen könntet, ihr würdet euch kaputt lachen. So, 18 Uhr, sind wir doch schon eher durch anscheinend. Ist noch ein bisschen unklar, aber... Oh Gott im Himmel. Wo ist jetzt mein Dings? Ich will Bilder machen. Ja.
Ich hätte nicht wundern. Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich wundere mich, ich brauche den Babel noch, bis wir den vergeben.
So, prachtvoll. Dann gehen wir dahin. Die Einreise ist nämlich offiziell beendet. In diesem Sinne. Seid ihr jetzt gemutet? Ihr hört nur noch mich.